Hallo YouTube, der zweite Versuch heute. Dieses bekackte Oberstudio schmiert seit dem letzten Update einfach dauernd ab und ich weiß nicht wieso. Ja, wir sind heute halt wieder im Ödland unterwegs. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich muss jetzt erstmal gewichtslos werden, weil ja, diese neuen Events sind da wieder zu scheißen. Der Halt hier war eine schlechte Idee. Nächstes Mal dann bitte im Schatten. Na okay. Da gibt es noch eine Lösung. Wegschmeißen den Rotz. Ja, da könnte man ebenfalls auch mal etwas hochdrehen. Hä? Bis jetzt. Räumungsbescheid. Ach, bei dieser Landschaft hier kommt man ins Schwärmen. Für was anderes. Oh Mann, diese ganzen tollen Preise. Die ganzen tollen Preise, ja. Ist klar. Ja, eine Scheiße. Also den Preispool, der ist echt nicht toll. Hier kommt man ins Schwärmen. Für was anderes. Ob Pete schon mit Betty warm geworden ist? Ist da irgendjemand? Diese Aufnahme ist ein Hilferuf. Unser Siedlercamp wurde heute Nacht von Mutanten angegriffen. Bitte helft uns. Mein Name ist Kenneth Dean. Wir befinden uns südlich von Huntersville. Ich glaube, ich bin der letzte Überlebende und halte wahrscheinlich nicht mehr lange durch. Die Mutanten sind weg. Vorerst. Beeilt euch und zerstört ihre Fleischsäcke, wenn ihr herkommt. Das dürfte sie vertreiben, wenn sie zurückkehren. Im Krater befindet sich eine Maschine, mit der ihr die Strahlung in der Gegend beseitigen könnt. Sorgt dafür, dass sie weiterläuft. Sonst kriegen wir den Bau hier niemals fertig. So, Hallöchen, da ist er wieder. BB. Ja, willkommen zurück. Räumungsbescheid läuft. Laufen, aber ich lass nochmal laufen. Wer ist der? Räumungsbescheid. Mein Mut, mein Mut. Hoffe nicht, ohne dass ich rumfluche. Warte, das kann ich verhindern. Sollte mich am zweiten Monitor rumbasteln. So. Okay.
reparieren sollte ich das Zeug vielleicht auch mal wieder. Kai, wenn du die Daily Operation noch brauchst, dann sag Bescheid, dann können wir die alle zusammen machen. Ich glaube, die haben wir die sogar als Daily. Aber ich muss mich nicht täuschen. Ich bin richtig nicht täuschen. Ja, eine Daily. Weil alleine ist es immer so ein bisschen blöd. Wollte ich keinen Fluchen einlösen und ich hab einen Cooldown drauf. Blöd. Tatsächlich. So, Repair. Einen Wendigo. Ja, gerne. Okay. Also wir suchen jetzt erstmal den Wendigo und danach können wir gerne die Daily Operation machen. Danach können wir zu The Pit. Sofern ihr euch einfach vor Gott. Team, Cap, wie auch immer. Ob wir heute hier noch was gewuppt kriegen oder wie irgendwas. Ist nichts los. Wo ist denn diese grobe Wendigo-Höhle? Die ist hier hinten. Da ist er. Wendigo-Höhle. Ich weiß hin. Okay, gut. Alles klar. Alles klar. Wie ist bei dir aus, Jane? Bist du auch dabei? Sind sie dabei? Oh shit. Also Kai, für dich als Erklärung, wir machen das so, wir versuchen eben, also wenn wir da sind, dann versuchen wir eben minimal Schaden zu machen und quasi jeder was davon abbekommt und die Daily auch machen kann. Das heißt nicht, wenn du da bist, direkt draufballern wie so ein Berserker, das machen nämlich auch viele, sondern mit Bedacht und ein bisschen mit Zurückhaltung, bis halt alle gemacht haben und dann, ne? Ist jetzt nur so als Erklärung. Weil wir da auch schon, oder weil ich da auch schon andere Erfahrungen machen durfte. Also mal dabei. Ja, viva. Viva Colonia. Entschuldigung, ich weiß nicht, wo es herkam. Ja, aber das ist wieder mit dieser tödlichen Rüstung. Tesla und andere Waffen, die geringen Schaden verursachen. Genau. Genau. Genau das, Sodi. Dankeschön. Haben wir keine Silos mehr? Nee, bisher nur du. Okay. Aber das sind wieder diese tödlichen Rüstungsdurchdringungen, ne? Schon wieder? Ja. Oh, Scheiße, haben wir schon wieder aktualisiert. Ja, immer um. Was war das? 18 Uhr? Ich hab geflucht. Oh. No, ich hab geflucht. Na gut. Jetzt ist passiert. Ja gut, dich zum Fluchen zu bringen ist das Kinderleichteste auf der Welt, ne? Martin? Was? Du spielst mit dem Feuer. Mit dem Feuer, ja. Das stimmt. Ganz, ganz dünnes Eis. Ganz, ganz dünnes Eis. Noch dünner. Noch dünner. Oh, alles wartet auf Kai. Oh, hallo! Wollen Sie es vielen noch Dank. Mal versuchen? Dann schwingen Sie sich mal zu Mann, den Mann, was soll denn das immer? Wo kommen denn die ganzen okay, Lieder okay, her? Okay, dann legen Sie mal los! Wörter. Grauenvoll. Ist das Spiel geflogen? Ach nein. Na, warten wir noch.
steht einer an der Power Armor, was? PR-Station? Power Armor? Ich hab meinen Hut verschrottet. Nein! Du kannst auch deinen Hut nicht zerschrotten, Soli. Mann, ist das peinlich. Hm. War auch schon passiert. Das ist blöd, ja. Aber der Hut ist zum bisschen so schlimm, weil ich kann ja. Ich weiß nicht, welcher Hut es war, aber. Kann man ja wieder. Das ist der Chase. Und dieser Coffee-Hut, der mich einfach anlächelt, ne? Oh Mann. Ja, den Hut so geil. Seit fast 4 Jahren mit der Rüstung rum und mir ist das noch nie passiert. Irgendwann ist immer das erste Mal. Aber nur auf den Korkenhut schauen. Was? Natürlich, wohin denn sonst? Wo soll ich denn sonst hinschauen? Also bitte, Jay. Ich bin noch ein Gentlermann. Gentlermann. Also, das ist nö. Was sie mir unterstellt. Jane ärgert mich. Ausmisten ist schwere Arbeit. Doch Mr. Ausmister macht aber Spaß. Erleben Sie es selbst. Jeder sollte sich schämen, der nur daran sie gedacht haben hat. Das Spiel jawohl. Wir sind jetzt hier. Eben. Erst ab 0 Uhr. Da fällt das Niveau schneller als alles andere. Als der Dachs im Keller. Lecker. Craggle, bitte. Halten Sie sich zurück. Bis 0 Uhr. Wissen Sie Bescheid. Wir gucken nur auf den Hut. Sniff. Danke. Sein Glück heraus. Ah, die Kreuzritterpistel. Geil. Das gibt gleich einen Pluspunkt für Sympathie, Jane. Kreuzritter ist nämlich echt cool. Ich hab sie noch. Und was hat die von dir für Specials, für legendäre Specials. Oh, wir gehen nach hinten kämpfen. Oh nein, sie werden angegriffen. Von den Hubschraubschrappern. So, jetzt habe ich 15% Bonus für den Challenge. Neulich. Ich liebe die Waffe. Ja, ungelogen, ich auch. Ich mag die total. Das war knapp, Jane. Hm. Das war richtig knapp. Nun ist meine Rüstung wieder hübsch. Sehr schön. Ich habe so eine gebaut mit Vampir und Kryo, aber irgendwie habe ich es nicht mit so Mini-Waffen. Ja, ich benutze sie auch immer nur für Ghule und sowas, also für Stahlherz zum Beispiel oder so. Weil da kannst für du dann selbst. Mit Watt. Oder für mich selbst, ja. Da kannst du dann mit Watts ganz gut auf die Köpfe schießen zum Beispiel. Dann brauche ich 2 Schüsse mit der maximal und dann sind die down. Das ist schon cool. Also ja, der Kai. Ist da immer noch so ein hässlicher Vogel oben. Ja. So, wir sind soweit. Oder will noch jemand kommen? Hört mir Ohrraum haben schon. Kein also einen Hit hat er von mir schon bekommen. Nach Louisburg, okay. Bitte? Einen Hit hat er von mir schon bekommen, der Wendigo. Na gut, dann los. Dann wollen wir mal. So, jeder darf mal.
Na, jetzt geht er nicht auf mich, ist klar. Hat jemand? Hat jeder? Ja, ne? Sehr schön. Sehr schön. Wie sollen wir so viele Gäste nur unterbringen? Die zahlen nicht einmal. Ich habe ein experimentelles Nerf gekriegt. Sehr nice. Gut. Wie geht es den Leuten in Foundation? Aber ich kann meins trotzdem aktivieren. Geil, ich hab mein Camp wieder. Wenn das nicht eine unserer Sehr schön. Lass mich nachsehen. Geschwindigkeit beim Ziel. Stoff ist aktuell knapp. Der wurde uns förmlich. Wenn du. So, dann kannst du noch den schon in Ordnung. Ich bin den ganzen. Bunker noch das den, würde mir. Kryo oder den Feuer oder den. Was gab's noch? Ich glaube, irgendeinen Lauf. Kaufen. Dann machst du noch ein bisschen mehr Schaden. Dem Ding. Also hast du quasi Explo und nochmal Feuerschaden. Das ist richtig krass. Das habe ich auf meinem blutigen. Also dann hätten wir noch den Golfplatz. Also da haust da ab und da unten einer drin. Dann ein Nachtvoller Gewalt. Stimmt. Außerdem, wie sieht das aus? Powerrüstung und dann so ein Mini-Wäffchen. In Janes zarten Händen ist das was anderes. Stimmt, da muss ich recht geben. Da muss ich recht geben. Das sieht ja nicht aus, ne? Schön, dass du zurück. Manchmal denke ich, ich bin nicht wirklich? Gut genug oder ich Wie immer habe ich hier jetzt auch ein kleines Dankeschön für dich. Es wäre schön, wenn wir so weitermachen könnten. Daily Operation oder? Daily Ops, ja klar. Daily Ops und ja klar. Neulich hat ein Protektron gebellt. Ja, dat mut, ne? Dreh ich hier langsam durch? Man sollte meinen, dass Gippi bei seinen Basteleien was Medizinischeres eingefallen ist. Hier gibt es jede Menge. Ich könnte jetzt auch machen, aber. Jetzt eher an der Eli-Obsolescence. Mir soll es gleich sein. Ja, Uranrausch, da wo ich wieder 72 Stahl rauskriege oder was? Brauchst du Hilfe? Nee, guten Abend. Möchten Sie etwas essen? Dann können Sie gerne Platz nehmen. Oh, sagt er. Bonjour! Wenn das nicht mein Lieblingszuschef ist, möchtest du wieder. Ich auch nicht. Ich find mich hier immer noch nicht so recht. Super! Fangen wir damit an, dass du den Eintopf umrührst, damit er nicht anbrennt. Vergiss nicht, während des Kochens ständig zu rühren. Mit einem Däumchen. Um schon. Jetzt rennt der vor. Ach, Freund Nase. Ei ist doch schon reingerannt. Nee, Fantastik! Doch, der Timer Besorgen hat schon gezählt. Besorgen wir die erste der Zutaten und bereiten sie vor. Du brauchst Karotten, Potatoes und das Pièce de Résistance. Dann können Sie gerne Platz nehmen. Nein, alles gut. Alles gut. Jetzt ein Drink. Aber Rocker will, dass wir nüchtern bleiben. Die Roboter sind mir eine große Hilfe. Mann. Schau bei den Sanitätern vorbei, wenn du dich nicht gut fühlst. Super. Ja. Sag doch, ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht. Ja, da drin verlaufe ich mich auch andauernd. Schlimm, ne? Ja, mir ist es halt fast zu dunkel drin. Ich meine, klar, ist ein Stahlwerk, aber. Ne, ist ein Wort. Das riecht so. Soll aber euch auch. Ich meine, das halt. Verleihen wir dem Ganzen mit Salz und Pfeffer noch etwas Aroma. Unterwegs zu einem? Hab einen? Ich auch. Hat einen. Keine Reservierungen. Erforderlich, setzen Sie sich einfach irgendwo hin.
Man kann jedes Problem irgendwie lösen. Was denn jetzt? Voilà. Bleib hier. Vor Nase. Nasenfreund, bleib hier. Eisige Angriffe. So hässlich. Ich möchte nicht in Ruckers Haut stecken. Hätte nie gedacht, dass man so dermaßen beschäftigt sein kann. Tolle Arbeit! Dein Eintopf ist fertig und es wird ein heilendes Element. Hier ist dein fertig. Jetzt wird es Zeit, die Hungernden zu speisen. Du wirst dich entscheiden müssen. Da leider nicht genug für alle da ist. Ich sammle noch mehr Zutaten, damit wir... Beigeknallt. Geil. Aber eigentlich schade, dass sie früher nicht mehr Möglichkeiten eingebaut haben, um den Ruf zu steigern bei den Fraktionen. Kannst du mir helfen? Ja, wobei ich finde auch, dass es jetzt ein bisschen zu schnell geht. Also... Vorher musst du halt wirklich grinden, also sind die Dailies grinden und die sind jetzt eigentlich schon fast überflüssig, ne? Ah, stimmt. Solche Flitzpiepen ja heute, echt? Warum Leuten helfen, die sich selbst nicht helfen können? Korrekt. Die Roboter sind mir wirklich eine große Hilfe. Guten Abend. Unsere Nachtspeisen sind noch erhältlich. Schön, dich wiederzusehen. Letzte Nacht haben wir einen neuen Patienten aufgenommen, Kanne. Heute geht's zurück in die Schule. Wie sieht's aus? Hilfst du den Respondern bei ihrer Sache? Wo sind sie denn jetzt? Prima. Tja, dann ran ans Werk. Ich auch. Bring alles, was du finden kannst, zu unserer leitenden Sanitäterin. Ich gebe ihr Bescheid. Howard Jane. Viel Glück da draußen. Mit und ohne Bohrer. Was kann ich für dich tun? Hat er genügend Ammo von mir bekommen jetzt? Willst du helfen oder brauchst du Hilfe? Die Responder sind für dich da. So oder so. Oh nein. Nein! Oh, hat der mit einer Rakete auf mich geschossen, der Lappen? Sackgesicht. Was? Macht er den Jenkins? Ja. Was? 69 Meter entfernt von dem Dude? Ach, come on, Spiel. Was soll ich mir antun? Sonst hingerannt. Na, ich habe ja heute Morgen um 7 schon mal in dem Spiel. Also besser gesagt um 7:30, weil ich nicht schlafen konnte. Ja. Da haben wir die einfache gemacht, aber der eine ist einfach reingerannt und konnte nicht warten. Wir haben es dann trotzdem noch bei 6 Minuten knapp hingeschissen gekriegt. Oh, geht doch. Das geht doch sogar. 6 Minuten ist okay. Ja. So, fertig. Nice. 5,5 Minuten passt. Ja, passt voll. Flinte vererste Grubenhauer. Ne, ist ein bissige Frostgrubenhauer. Guck mal, Ralle. Kann ich nicht. Ich bin schon am Abschied. Ja. Nimm dir was mit. Okay. Bauplan Wendigo-Röhre. Ja, geht's jetzt. So. So. Jo. Jo. Ach, guck mal. Haginator. Nicht ernsthaft ein Foto gemacht. Natürlich. Ist leider ein bisschen unscharf geworden, aber. Naja, Paparazzi und so, ne?
Kamera immer auf Anschlag. Könnte was Gutes bei rauskommen. Ja, es waren flinke, vereiste Grubenhauer. Okay. Entschuldigung, mein Fehler. Ja. Schnell, eisig und tödliche rüstungszudringende Angriffe. Das ist ein Spaß. Das ist ein Spaß. Deswegen waren die so ekelhaft. Weil die auch noch flink waren. Deswegen habe ich ja gesagt, solche Flitzpiepen heute. Meinst du, ich verstehe die Anspielung, wenn ich weiß, dass es flinke sind? Flitzpiepen ist bei uns eine ganz normale Beschimpfung. Ja, da fällt dir nichts mehr ein, ne? Ja, bei uns auch. Ja, alles gut. Okay, dann hätten wir das. Ich krieg grad nie diesen perfekten Kuh. Sehr selten. Jo, meine lieben Liebenden. Ich habe einen CTD. Oh nein. Ja. Ich glaube, das ist wieder so ein Zeichen. Ich sollte mich mal um mein Jungtier hier kümmern. Ein Jungtier? Ja, mein Jung. Tun Sie das? Ich mal behaupten. Oh, mein Generator ist kaputt. Wer hat denn den kaputt gemacht? Ich nicht. Dann muss ich mal sagen, bis später, oder was? Ja, definitiv. Alles klar. Dann, bis später. Nicht später, ich lurke so lang. Bis dann. Alles klar. Tschüss. Okay. Ah, geht's jetzt? Dankeschön. Das wäre auch eine nette Höhle. Höhle. Ja, das stimmt. Allerdings würde ich mir wahrscheinlich, also wenn man das bautechnisch betrachtet, hat man wahrscheinlich nicht so viel Platz dann da. Also kann da nicht so viel unterbringen. Ach ja, weil du meintest, Klingt gut. Du wolltest doch Kronkorken loswerden, eben Soli oder bei mir. Ja gut. Ich habe auch. Wollen wir dann die Daily Operation machen oder wie sieht's aus? Disco. Ey, Quatsch, nicht die Operation. Ich bin ein Dödel. Die, Dingens. Na, sag schnell. Nein! Oh, jetzt hab ich den Microsoft Store aufgerufen. Idiot. Na, hier Dings, sag doch mal. Pit. Park. Quark und Pit. Hier noch schnell was kaufen. Luch. Ach, Martin, wenn du willst, kannst du in unser Team kommen. Ja, gleich. Bist du jetzt Kronkorken losgeworden? Das heißt, nein, ich bin mit Soli schon in einem Team. Achso, okay. Dann frage ich mal andersrum. Wer von euch braucht denn noch Pit? Dann kann der einer in unser Team kommen. Könnt's auch ganz kompliziert machen. Ich bin gerade dabei, Kronkorken loszuwerden. Okay. Also ein Soli hat immer gute Geschichten. Ich habe auch noch etwas Zeug, aber bin auch schon wieder über 20.000. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen Schrott gekauft. Ganz schneller. Können wir machen? Okay, alles klar. Dann warte ich noch, bis die sich geeinigt haben. Wer zutreten kann, beitreten kann. So. Ein bisschen weniger. Eben, sonst bin ich ja fast allein. Ja, er kann ja danach wieder wechseln, das ist ja kein Problem. Es geht ja nur darum, wer die haben will. Oder wer die noch haben oder braucht oder weiß nicht. Ja, ich nicht. Ich habe den Bauplan schon für die Woche. Soli, hast du Bock? Weiß ich doch. Schokoscheine. So geil.
Ne, nur eine Zeige. Eine Zeige. Aber ist doch gut, passt doch zusammen. Der Ziege, erstmal rauchen, dann Event und dann mal sehen. Ja, ich glaube, ich habe eine volle Batterie. Okay. In 4 Minuten ist das nächste Event. Vergesst es immer, ne? Ja, ich schnall sowieso nicht. Eines ist zur vollen Stunde und eines, ich glaube, um 20 vor. Wir haben es jetzt 3 Minuten vor. Ja gut, dann warten wir noch. Dann machen wir das Event. Gucken, was das ist. Und gehen dann danach. Ich plane es halt auch immer nicht ein, ne? Weil ich bin irgendwie... Ja, du. Events zur vollen Stunde, das ist so bescheuert. Wenn man eins verpasst, ist es auch nicht tragisch. Ich weiß nur nicht, wie die das machen wollen, wenn jetzt das in der Tat, was ich immer noch bezweifle, so bleibt, wie es jetzt ist. Und dann kommt noch eventuell Fleischwoche dazu und also. Ja, ich glaube, das ist wieder verschwindet, ganz ehrlich. Weil es heißt ja auch. Ich auch, ja eben. Es würde ja keinen Sinn machen, das dann nicht on Tour zu machen, wenn die das dann dauerhaft da drin lassen. Und vor allem eben, du hast dann entweder doppellaufende Events oder sie müssen eins auf die halbe Stunde verschieben, also. Ja. Ganz genau. Entschuldigung. Alles gut. Also das Fasnachts-Event kommt ja auch wieder. Es kommt auch wieder, ja. Ist korrekt. Ja, ich könnte das. Ja, eigentlich theoretisch können die das gar nicht drin lassen. Ne? Ich würde es nicht machen. Ich würde es wirklich nur saisonal machen. Für einen vielleicht 2-3 Wochen. Dann würde ich es wieder rausnehmen. Bis halt. Ja. Einmal im Jahr oder zweimal. So sehe ich das auch, ja. Aber die Frage ist halt gut, diesen Wendy, dieses Ultrazit-Monster, das kann man ja dabei lassen, das spielt ja keine Rolle. Also man verschiebt den. Das werden sie auch lassen, es geht ja, ja in erster Linie nur um den Nuka World. Um den Park, genau. Ich würde aber vielleicht. Halt, da wünsche ich mir auch wieder ein bisschen mehr Kommunikation, weil das ist irgendwie so scheiße kommuniziert worden. Ob das jetzt halt nur ein paar Wochen da ist oder dauerhaft da ist, ob das jetzt mit in die Rotation reinkommt oder sonst irgendwas. Das ist null Kommunikation da. Einfach stand irgendwo stand. Ich habe es aber auch nur überlesen, was wir von wegen saisonales Event. Ich habe es eben auch ja, nur überflogen. Schon saisonales Event, aber naja, ist egal. Gleich wieder da. Alles klar, Soli. Grüß mal. Dann mach ich mal kurz meine Runde hier. Ja, vor allem, wenn sie es drin lassen würden, dann müsste man ja die. Dann den Yuka Kate mal mehr Ding reinmachen. Ja. Ja, das ist auch viel zu schnell, ne? Also, ich meine. Batterie am Rad. Schon alle Baupläne und alle Dingsbums da. Ja, das ich... Rad. Oh, hey. Ja, der, also als Erklärung, ne? Der Raider-Jäger jagt eigentlich den ehemaligen Raider. Dass sie hier so nebeneinander stehen, ist eigentlich nicht so gedacht. Deswegen habe ich jetzt dem, der gerade die Quest macht, ein bisschen bei die Arme geholfen und habe quasi einen Jäger schon mal ausgeschaltet. Nett von mir, oder? Aber, hallo! Nehmt euch in Acht vor Blau! Oh nein! Rot ist ein Verbot! Mhm. Ja, ich weiß. Und Geld? Tja, darüber reden wir lieber nicht. Jetzt ist es Zeit für... Dreh das Rad! Ja, wenn das so weitergeht mit dem Box, drehen wirklich alle mal am Rad. Tod von oben, wieso jetzt? Ich frage mich, was es wohl aber dieses. Was euch wohl mal erwartet? Ich bin ausgezeichnet. Ein Patronschlag steht bevor.
Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Ich habe mich damals Raketenbober genannt. Das ist noch ein größerer Bober. Okay. Okay, ist auch da. Was ist denn der Depp, der das Zeug da weggenommen hat? Keine Ahnung. Irgendeinen hast du ja blockiert heute. Der hat auch Zeug weggenommen. Ja, aber eben so Sachen würde ich halt nicht nur im Camp pouchen oder kurz auf privat wechseln. Ja, aber das ist halt, man traut sich halt mal so schnell zwischendurch, weil für einen Plan extra zu privat wechseln oder irgendwie so ein Scheiß, ist halt so aufwendig, dass wenn kein Kleiner da ist, dann macht man das halt. Ja, klar. Da muss man halt damit rechnen, es gab sie die Woche schon mal aus Versehen. Nein, man muss nicht damit rechnen. Das ist ja genauso, wie wenn du sagen würdest, ich muss damit rechnen, wenn ich jetzt hier über die Tür gehe, dass da eine Atombombe auf meinen Kopf fällt. Ja, das ist unwahrscheinlich, also, aber... Das ist ja Schwachsinn. Du musst nicht in das Ding reinsitzen, du musst auf den Knopf drücken. Etwas zurück, dann... Nee, es ist noch nicht fertig. Da ist noch irgendwo ein Cooler drin. Der Knopf leuchtet. Es ist einfach indiskutabel quasi, dass es asozial ist, einfach die Sachen von anderen wegzunehmen. Und wir nicht wissen, ob das für sie ist oder nicht. Und es gibt die Kommunikationsmöglichkeiten über die Emotes, ob das ein Geschenk ist für den anderen oder nicht. Da muss man sich einfach mal selber ein bisschen zurücknehmen, und nicht so egoistisch sein und alles weghauen. Ist das da, ja, dahin? Nee. Das ist quasi als selbstverständlich zu nehmen, dass die anderen alles wegschlauen. Das sehe ich nicht ein. Event jetzt, Buggy. Ne, das dauert manchmal ein bisschen. Ja, das dauert aber sehr lange. Ja, aber das ist irgendwo noch irgendwas. Ne. Es läuft ja keine Zeit ab, wir haben noch Zeit. Oh, da läuft doch ein Timer. Oh nein, das ist der Ding. Atombomben. Aufregend! Ich hab auf den Atombomben-Timer geachtet. Ganz cool. So, wieder da, neue Doppel-Event. Ja. Ja, richtig schön getimte Bombe. Und nun drehen wir wieder am Rad. Hi, Loli. Loching. Ach, guck mal, was ist auch da? Hallo? Oh, blau! Ich frage mich, was es wohl diesmal gibt. Was ist auch? Junge, schmeißt ihr oder Mini-Nukes. Das ist auch so eine Krankheit in letzter Zeit mit diesen Mini-Nukes. Hast du unser neues Luca-Quantum probiert? Ja. Unser Cola-Granaten und Mini-Nukes. Ja. Das stimmt. Ja gut, ich meine, wir werden mit Luca-Cola zugeschissen. Also muss ich auch mal ausgehen, dass wir auch Granaten haben. Ja, logisch, ja. Logisch. Leider. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel diesen Nuka-Cola Verkaufsautomaten wieder abgerissen. Da bin ich so genervt. Jedes Mal, als ich ins Camp kam, habe ich als Reflex darauf geklickt und habe mir Cola gekauft. Obwohl man sowieso schon mit Cola gekauft hat. Ja, genau. Einfach mal rund im Spray, ne? Ja, eine verpackte Animation hier.
weiß nicht, in welcher Animation er stuck ist, aber er ist stuck. Jetzt geht's wieder. Motorrad 4000. Na, ist der Gast am Flora? Wie sieht's aus? Oder irgendwo was? Hey. Dann ist er mit. Keine Ahnung. Ich sehe nichts mehr. Ja, geht mir auch so. Dann müssen wir warten. Ja, weil den anderen Boss brauche ich jetzt nicht zwingend. Ne, ich geh auch mal hin, wenn er noch da ist. Es geht nicht schneller, wenn du drauf haust. Ja, wahrscheinlich halt jetzt wegen der Atombombe das Ding einen leichten Knall. Könnte sein, ja. Und lacht dir nachher noch aus. Das Rad ist bereit! Bist du es auch? Das Rad ist bereit, aber. Oh je! Die Tiere sind aus dem Streichelzoo ausgebüxt! Nein, sie sind aus. Wir müssen dich schnell wieder einfangen! Umschubsen war anders. Ja, einfach umschubsen und der Dragon, der fetzt sie einfach mal mit seiner Säge weg, ja. Okay, warum nicht? Ja, vor allem wenn einfangen, ja toll. Luca, nice. Zeit für den nächsten Dreh am Rad! Es ist wieder Zeit, Leute! Und dreht am Rad! Warum das R immer so betont wird? Ich weiß es nicht. Rot! Oh, hoffentlich ist es nicht gruseliges. Na, haben wir schon gesagt. Andere Event da oben dürfte mittlerweile. Ja, wahrscheinlich war fast keiner da, ne? Hm. Ja, bis morgen. Nein, da kommt erst jetzt hoch, okay. Dann dort noch hinhauen. Autsch. Das ist eine Legacy da irgendwie aus dem Spiel, habe ich das gesehen. Also eine Explosion. Oder diese neue, da heißt die Knarre Rache von Foundation, die ist ja auch. Heilige Maria.
Ich bin nicht los. Warte, ich hab was gelockt. Warte, wo war's? Zu den Maulwurfsratten. Bei diesem Event. Die sind halt sonst so. Gesetzt, alles klar. So, was noch mal zu kommen. Okay. Nice. Gefahr hin, dass ich das bereuen werde, aber bisher hatte ich zum Glück noch nicht allzu großes Theater mit diesem Markt. Auf Holz. Sehen, ob so bleibt, ne? Mhm. Dann war das vorletzte, war das, glaube ich, was mich so genervt hat. Also jedes Mal, wenn ich an die Werk irgendwo an der Werkbank bin, kam, war der Verantwortliche des Servers und hat mich rausgekickt. Loot vom anderen Event auch noch einsammeln. Das ist natürlich blöd, ja. Das ist sehr ärgerlich. So kommt die Müdigkeit wieder. Ich muss mir echt wieder Fusionszellen bauen, die gehen hier ja weg wie nix. Ja. Man kann es auch in der Operation Farm gehen. Weil Fusionszellen sind da ziemlich, na, teuer, würde ich nicht sagen, aber brauchen ein paar mehr Ressourcen. Hier ist jeder willkommen. Außer Cowboys. Davon gibt es bei Gunther schon genug. Alle Munitionskarten hat Geld jetzt noch. Ja, aber trotzdem. Oh, Hallöchen! Hast du Spaß? Kann man einfache Plasmakerne? Ja, ich glaube schon. 2, 3 kann ich gebrauchen. Schon wieder Asche im Schuh. So 2, 3 kann ich tatsächlich gebrauchen. Ich kann da nichts mehr abgeben. Mal dann bitte im Schatten. Also dann schmeißen wir das Zeug gerade weg. Willkommen bei Nuka World on Tour. Möchtest du einen Ballon? Meistens mache ich das so, dass ich dann beende mit vollem Inventar.
Nächstes Mal, wenn ich dann reingehe, dann gebe ich gleich alles ab und habe dann meistens schon den Automaten wieder leer und muss dann sowieso alles wieder rausschmeißen. Also. Bei dieser Landschaft. Oh, Hallöchen! Was ist denn das Kleine? Hast du Spaß? Hm? 143 Schaden. Ich bin immer verhungert. Jetzt bin ich komplett voll. Wie kann ich dir den Tag versüßen? Hallo? Okay, bist du hier, um das Kirmesgelände zu erkunden? Okay. Na dann. Lady Gisette sagt immer wieder, dass ich meinen nächsten Ballon platzen lasse. Woher weiß sie das nur? Willkommen bei Nuka World on Tour. Möchtest du einen Ballon? Ich möchte keinen Ballon und ich habe auch keinen Spaß. Eine Molotow-Cocktail. Ja, da. Hast du Spaß? Hab viel Schlimmes, aber auch eine Molly. Wunder. Oh, Zirkusbank. An jedem Bauplan Ort von der Zirkusbank. Gibt es was Besonderes. Geil. Und jede Person hat ihre Geschichte. Leute wie der finden auch immer was zum Meckern, aber du weißt ja, wenn es überall nach Scheiße riecht, solltest du mal deine Schuhe checken. Ich sprich jetzt was ist denn los? Statte auf jedem Fall dem Essensstand einen Besuch ab. Hier gibt es alle möglichen Leckereien. Ich bin vor 6 oder 7 Stunden aufgestanden, warum bin ich so scheiß müde schon wieder? Keine Ahnung, das Wetter ist halt auch. Ja, das wird sein Übriges, ist schon klar. Ich konnte gestern die Nacht überhaupt nicht pennen. Oder letzte Nacht. Hm. Und ich im genervt um 5:30 aufgestanden war, dann um 7 Uhr schon wieder. War Stenger unterwegs, hab da noch bis 9 gespielt, dann habe ich mich hingelegt. Nein. Gerantelbar. Nein! Stimmt gar nicht, Fredo. Ich kann auf einmal 135 Fusionszellen herstellen. Ah, okay. Und das ist natürlich. Dann, ja, okay. Ich hab. Vergiss, was ich gesagt habe. Oh nein! Es scheint keiner mehr am Leben zu sein. Wie schrecklich! Fehler. Vorlockenstufe. Kannst du diesen Spezialinjektor herstellen, den man braucht, um diese leuchten Bastarde zu klonen, um Flüssigkeiten herzustellen? Da brauchst du einen normalen Projektor. Injektor. Injektor meine ich. Und dann noch 10 Blähfliegendrüsen. Dann kannst du den Blähfliegen. Drüsenlauf bauen und kannst dann damit quasi genau das machen. Da muss ich gleich mal farmen gehen, weil ich brauche dringend. Dankeschön. Danke, Soli. Flüssigkeiten. Herzlichen Dank. Und die verschiedenen Läufe kannst du herstellen oder freischalten, indem du den Injektor immer wieder scrapst. Okay. Auch nicht, ob ich da schon. Also mit dem kleinen hier kann ich leider noch nicht. Komm weg. Komm weg. Weg, 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 weg. Ich habe ein rotes Halstuch. Schön ist das. Du hast gesagt, du hast keinen Spaß. Lass uns bleiben. Und Holzhofer, wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Hallo Holzhofer. Grüße Sie. Entschuldigung, ich hab's unterbrochen. Richtig. Ja, richtig. Sag's halt nochmal, Himmelarsch. Hey, ich hab auch noch Hallo Holzhofer gesagt. Siehst du? Aber ich glaube, man hat nur das Hallo verstanden, deswegen.
Also hallo Holzofe auch von Martin. Brauchst du auch Jane? Ja, Jane, ich kann dir auch ein paar abgeben. Von den 50, die ich gerade gekriegt habe. Gar kein Problem. Da kann ich dir 2, 3 davon erübrigen. Da. Hier kriegst du 2, 3, 4. Da, bitteschön. Hier, da. Da hast du welche. Da, nimm. Da. Ach, ich kann. Ich geh mal Blödfliegen töten. Schade, bitte. Haben wir 2-sternige 50er mit Vampir, wenn wer braucht. Was hat's denn als zweiten Wert? Weil eine 50er mit Vampir ist schon nicht schlecht, ne? Alles gut? Okay. Ja, ich hab's ja nur angeboten, denn. Wenn ich will's, dann selber schuld. Kann ich auch nichts dafür. Naja, alles gut. Alles gut. Sieht aus, als wären diese verdammten Wölfe wieder auf der Jagd. Die Waldwache hat mehrere Rudel entdeckt. Der Aufenthaltsort des Alphas ist jedoch unbekannt. Okay. Ich wiederhole, der Aufenthaltsort des Alphas ist unbekannt. Wir müssen diesen Alpha-Wolf schleunigst finden und töten. Er legt die kleineren Rudel, um ihn rauszulocken. Achtet darauf, genug Munition dabei zu haben. Die falsche Karte. Dieser große Alpha macht ganz schön Ärger. Nein. 50 Körperteilschaden. Oh, das ist nice. Also, wenn sie gerne haben will, dann würde ich mein Interesse bekunden. Aber wenn sie jemand anders haben will, dann kann er sie gerne haben. Weil das ist nämlich echt nicht schlecht. Eine Vampir mit 50% Körperteilschaden ist schon... schon... krass. Also er braucht 10 Sterne schon fast gar nicht mehr, ne? Magst du gesehen? Ja, wir können es auch so machen, du kannst sie mir geben. Und wenn jemand anders möchte, dann möge er sich bitte melden. Könnt ihr aber auch gebrauchen? Okay, dann gibt's sie Kai. Nehmen sie mal. Nicht, dass sie wegkommt. Dankeschön, Soli. Danke. Gib's an Kai weiter. Was? Treff uns hier hinten auf dem Laster. Dann klaut sie keiner. Okay, Kai? Hier beim Ein- oder Ausgang, ich weiß nicht, was das ist. Beim Festzelt. Was für eine Waffe denn? Eine Vampir mit 50% Körperteilschaden, Jane. Aber die kriegt jetzt schon Kai. Hat er sich gemeldet. Ich habe mir selber so eine gebaut, die hat dann als dritten 90% leichter. Sehr, sehr 90% leichter ist natürlich auch noch eine krasse Sache. Oder muss ich mit Kai kloppen, Jane? Oder muss ich mit dem kloppen? Bitte. Danke nochmal, Soli. Guck mal, der Rotzkocher ist beigetreten. Guck mal an. Hoher Besuch. Hoher Besuch hier. Blähfliegen gibt es meistens da in dem Moorgebiet, oder? Ja. Kannst du aber auch oben hier bei der geheimnisvollen Höhle zum Beispiel. Ach, da auch. Dann gibt es hier beim Dolly Sots in dem Gebiet, gibt es ja auch noch ein paar Häuser und so weiter. Da gibt es Blähfliegen oder Zecken oder sowas in der Richtung.
Hier bei Kirche der Zuflucht gibt's Blähfliegen, Blutkäfer oder wie heißen die anderen Viechers? Kleinen Schaben. Dann hast du noch Blähfliegen oben bei der Farm Aaron Holt, da wo auch die Cranberries sind. Ne, da war ich krass. Okay. Wo sind noch Blähfliegen? Zecken sind hier noch. Ich glaube, hier hinten bei Gutshof Silber können auch noch welche sein. Ich glaube, nur wenn Event ist. Ja. So, T-Terror, wenn man Glück hat. T-Terror, genau, zum Beispiel. T-Terror ist immer gut, ja. Stechflügel und Zecken, ja. Als Tipp, wer seine Waffen- und Rüstungszelle ungern verschrottet oder verkauft, sollte sie anmalen, sozusagen, und umbenennen. Hilft meist, ja. Also entweder mit Skin versehen aus dem Atomshop oder umbenennen. Das habe ich ja auch gemacht. Habe ich auch umbenannt. Eben deswegen, dass ich weiß, okay, oben sind alle, die quasi, die ich haben will. Alle, die dann drunter sind, das sieht man auch beim Scrappen dann. Also die beim Scrappen werden die mit Atomsachen, also mit einem Skin, sowieso ausgeblendet. Und die nicht ausgeblendet werden, die stehen dann oben und dann weiß ich immer gleich, okay, die unteren kann ich alle weghauen. Oder auch beim Traden zum Beispiel, mit dem Automaten. Das ist schon hilfreich. Und wenn man die rausschmeißt, dann wird man extra noch gefragt, willst du sie wirklich zerstören? Damit man sie eben nicht direkt rauswirft. Ein guter Hinweis, Soli. Dankeschön. Meine Frage, wieso rufen immer mehr Kleine nach einem Ausputzer? Ja, wahrscheinlich, weil es viele Tipps dazu gibt. Ich denke mal, dass viele Leute ihre Videos hochgeladen haben mit einem Tipp, dass die Ausputzer gar nicht schlecht ist. Und wenn die Leute, die neu anfangen, sich alle möglichen Videos angucken und probieren haben, ja, dass der Ausputzer kein schlecht zu sein. Ne? Schreien halt immer mehr danach. Nehme ich mal an. Obwohl es eigentlich Endgame-Content ist, theoretisch. Ja gut, ich meine, zum Anfang ist der Ausputzer. Das ist allgemein gut. Zum Anfang kannst du Ausputzer nicht kriegen. Nee, aber der ist ja ab Level 30, glaube ich. Ja, selbst auf Level 30 kriegst du es dann schon. Das ist ja quasi schon ein oder Late-Game-Content, weil du dich schon für den Kuppisch grinden musst, bis du im Bauplan hast. Theoretisch. Wenn du nicht irgendwie dran steckst. Außerdem macht die Ausputzer dann auch noch nicht wirklich viel Sinn, weil dann brauchst du erst Ahnung über den Skilltree und so weiter, dass du dann weißt, wie du dich squillen musst, um den Schaden rauszuholen. Aber gut. Na gut, das haben die meisten zum Teil nicht mal mit Level 100 oder irgendwas. Also, habe ich auch schon gesehen oder gehört. Ja. Ja, genau. Brauchst du nicht, ich wollte nur schauen, ob ich dir was Gutes tun kann, weil ich auch so viele Waffen habe und sie nicht verkaufe. Nee, alles gut. Alles gut, Jen. Ich habe eigentlich schon alles. Das, was ich suche, das ist quasi jetzt noch Special Kram. Also wirklich die Perks, die ich haben will, mit allen drei Sternen und so weiter. Und das ist halt ultra krass selten, so solche Sachen. Aber danke. Dankeschön. Immer neue Baupläne zu verkaufen, ich bin schon auf 38.000 und muss mal Caps ausgeben. Ja, ich hab noch. Ist immer gut. Ja. Lagerfeuer ist auch nicht schlecht, genau. Baupläne habe ich noch, bin ich halt zu teuer, also das sind halt die von neuen Events zum Teil, also die meisten. Ja, ich reise auch mal zu meinem Camp, da schmeiß ich mal alles raus. Wer durchgucken will, kann gerne durchgucken. Weil dann das Gewicht der Ausputzer Munition ist für einen kleinen schon dumm. Ja, aber das hast du ja bei jeder Munition, oder? Wobei sich das jetzt mit rein theoretisch mit der Munitionskiste wieder ein bisschen relativiert, wenn er First hat, der kleine Spieler. Theoretisch. Wenn dann. Ich meine, du hast ja jede Munition, die eigentlich schwer ist, ne? Headman ist da, finde ich, besser. Ja, die Leute, die so eine Videos machen, die gehen ja nicht davon aus, dass du ein kleiner Spieler bist, sondern die gehen ja wirklich
Wir machen ja wirklich einen Leitfaden für die, die noch ihren Dings maximieren wollen. Weißt du? Also eher weniger für die Kleinen gedacht, als vielmehr für die, die dauerhaft strugglen, weil sie nicht wissen, was sie noch anders machen können. Und zum Beispiel immer wieder an einem Gegner scheitern oder sonst irgendwas. Denke ich mal. Also ich gucke mir solche Videos nicht an, aber so stelle ich mir das vor. Und da kann ja inzwischen auch jeder Hinz und Kunz seine Meinung abgeben. Ich muss nur ein Video machen, muss hochladen, fertig. Nicht? Was ich teilweise Waffen für Neuanfänger hergestellt habe, war dieses Aufklärungsgewehr der Bruderschaft. Am Anfang auch nicht mal so. Ach, dieses dieser Verschnitt oder die Verbesserung von Probe wird analysiert. Ja, das ist, glaube ich, ja. Ja. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja, ist mir halt auch wieder passiert. Ist mir halt schon das zweite Mal passiert. Haben wir wieder zwei Skillgarden raus. Leider sind es die kleinen Instant-Gamer, die ein paar Videos schauen und dann nach 10 Stunden zocken schimpfen, dass das Spiel doof ist. Blabla, dabei dauert es schon mindestens 50 Stunden Grundquest und mindestens 500 Stunden für alle Quests. Ja, die gehen ja auch nicht davon aus, dass sie alle Quests machen, sondern es ist ja einfach nur... Die wollen halt schnell zum Ergebnis kommen, ne? Warte mal, ich schmeiß mal den Kram raus, dann kannst du mal gucken. Wenn das jemand braucht, kann das auch nehmen. Also wirklich nur das nehmen, was man auch wirklich braucht, ne? Oder was man noch nicht hat. Ist da so die Regel. Hier so einen Rasenflamingo kriegst du. Echt toll, dass wir einen Birdiebird haben. Das ist mal ein Schritt, ja, in die richtige. Das war's auch schon. Das war es auch schon. Und dann ein Granatwerfer. Körperteilschaden und Beweglichkeit. Geil. Kann ich sie für dabei? Mein Bier. Ja, aber das kannst du ja auch sein. Ich habe gehört, du ich hoffe, du hast geschleppt. Diese Lehrbücher, bauen kann, dann das ist okay, hier aber bedeutet uns echt Kleinen viel. Zum Beispiel kann ich es noch gar nicht bauen. Erzählen. Weil die ganzen Rezepte dafür noch nicht habe. Ach, schön mal wieder Leute in Responder-Uniform zu sehen. Dieser Ort lockt also alle. Orlando ist sehr charmant, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht so recht, warum der jetzt... Dieser Schurke aus Crater hat neulich mein Chassis zerkratzt. Von Nordwerfer. Wie rüpelhaft! Ist das Rezept reingepackt? Vielleicht hast du noch nicht die Baupläne hier. Hab ich schon, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Tatsächlich. Hab ich noch nicht. Rezept. Sagen Sie Bescheid, wenn ich etwas für Sie tun kann. Thank you. Thank you. Alle anderen sind natürlich auch eingeladen zu kommen. Suchen Sie nach traditioneller Jagdbekleidung aus Leder oder nach etwas keine unter vier Augen-Veranstaltung. Also, Jaden, Kai, Madin, du vielleicht auch. Ich habe so viele Pläne im Automaten, ich bin froh, wenn ich die erstmal los werde. Ja, sollst du auch nur das rausnehmen, was du vielleicht noch brauchen, also gleich lernen kannst. Ich komme gleich. Zugehört. Nee. Oh, oh. Aber... oh, Martin. Doch, zugehört, Joseph, ich bin gerade am... Die Sicherheit der Gäste hat für uns oberste Priorität. Das habe ich schon gelernt, Soli. Dankeschön, Dankeschön. Das habe ich mir schon rausgesnackt und gelernt. Tatsächlich. Da bin ich wieder so fett überladen.
Och, Martin. Leben am Limit, das ist. Ja. Leben am Limit, sagt er. Da ist mal keiner mehr. Kann ich's. Ungleich. Ach, James ist schon da. Ach, scheiße, jetzt hast du aufgenommen. Jetzt habe ich es gerade aufgenommen, weißt du? Oh Mann. Ja, keine Geduld, der Mensch. Nee, natürlich nicht, weil dann kommt wieder irgendein Loot-Geier und haut alles weg. Will ich ja nicht. Weißt du, das machen die mit mir. Jetzt habe ich schon Angst vor den Loot-Geiern. Wir müssen mit dir echt mal Seven Days spielen. Ich glaube, da kriegst du eine Herzbarake. Ja, nee, danke. Nee, danke, du. Wenn es da auch so zugeht. Nee, danke. Naja, nicht so. Ja. Dafür gehen die Zombies richtig auf den Arsch. Also wenn es sich killt, je nach Server-Einstellung kannst du mal deinen Rucksack suchen, wenn der Glück hast, findest du denn auch, wenn du Pech hast, hast du halt gelitten. Ach schön. Und deswegen habe ich ausgeschaltet, das habe ich so genervt. Ich verstehe. Ich habe einen falschen Ort. Warum spawn ich bei deinem Generator? Weiß ich nicht. Zum Glück ist noch nicht abgeschlossen, sonst ja. Hätte ich jetzt. Machen Sie Lucky Lucky. So eine Friends Only Area wäre mal was. Ja. Sehr gut, ja. Alles gut, brauchst nicht extra. Ah, jetzt ist schon passiert, Jane. Jetzt ist es schon passiert. Nicht. Kenn ich leider alles schon. Kann ja mal meine Kiste plündern. Mal schauen, ob dann nicht das gerade jemand. Ja, doch, das. Luca kommt und so. Geklaut. Geklaut? Du bist ja einer. Frechheit. Aber braucht irgendwer normale Munition von irgendwas? Ich hab so viel jetzt da in der neuen Kiste. Halt doch. Brauchst du selber noch. Ja, was? Nicht, wenn du sie brauchst. Mhm. Wenn du sie vielleicht brauchst. Doch eh so reinschauen, der eigenes Schein abholen. Unbedingt diese Sanduhr, mit der man die Tageszeit in den Häusern ändern kann. Okay. Mach's voll einfach. Ich mach einen Schock zu dem Zeug, was ich brauche. Alles von mir. Kannst du auch machen, ne? Ja, so lege ich das mit ESO habe ich wieder so ein bisschen aus dem Fokus geschmissen, könnte man sagen. Das ist mir im Moment einfach ein bisschen zu viel. Weil da braucht man doch deutlich mehr Zeit für. Momentan nicht so sehr habe. Und dann noch die ganzen Events dazu, das heißt, ich komme da in den Hauptsachen überhaupt nicht vorwärts. Es ist ein bisschen stressig. Oh, hier ist das G3-Tür, soll ich dir mal öffnen? Einfach nur lol. Es würde mich wirklich mal interessieren, wie viel Kopfgeld man überhaupt haben kann. Und ob es eine Obergrenze gibt. Weiß ich nicht. Ich glaube, das geht schon. Also kannst du schon einiges an Kopfgeld haben. So, ich wollte ja Cranberry-Soße herstellen. Soße.
Cranberry-Soße. Ups. Ups. Vielen Dank. Einen konnte ich noch nicht. Vielen Dank dafür. Ja, kein Problem, Jay. Deswegen machen wir es ja. Gib mir Weiß, wenn man mal einen Kanonenwerfer benutzen möchte oder sowas. Stimmt. Kann sein. Im Moment spiele ich auch nicht viel, aber da Event muss sein. Naja, nach mehr als 6 Jahren kann ich mir auch mal ein wenig kürzer treten leisten, zumal alle meine Häuser sind fein gemacht. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Thema Zuckerbomben mit Rad hätte 4 Stück zu verschenken. Ja, Zuckerbomben habe ich auch noch anzubieten, ja. Ich habe sowohl mit Rad als ohne Rad. Die guten und die schlechten. Diverses, diverses. Da kann ich nochmal das ganze Erz rüberhauen. Die Module kann ich auch mal rüberhauen. Ich habe schon wieder 400 Schießpulver, ne? Ich raste aus. Mein Leben hat sich in kurzer Zeit sehr verändert. 400 Schießpulver, Digga. Nein, ich bin Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Ich wiederhole. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Im Poseidon Energy Kraftwerk WV-6 hat es einen kritischen Zwischenfall gegeben. Spezialteams sind unterwegs. Bleibt bitte drinnen und wartet auf weitere Anweisungen. Na? Ich glaub nicht, du sammelst, weil du sammelst. Und ich werd's einfach nicht los. Das ist ein Unterschied. Ich glaube nicht, dass es gerade passiert ist. Was denn? Ich stehe in meinem Camp und kriege den Questalarm von Poseidon. Ein was? Diesen Questalarm von Poseidon Energy Works. Ja, um Gottes Willen. In meinem Camp, ich bin ja nicht mal. Das ist natürlich mies, ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Ich habe halt insgesamt über 600 Schießpulver, da. Mal ein bisschen was loswerden hier. Wenn jemand das baut, sehe ich ja. Bitte schön. Okay. Jetzt sind wir an der 4. Ja, pack die mal raus. Vorbei. Werden die mir wieder nicht angezeigt? Ja, manchmal ist der Pipa auch etwas. Wieder Zeug losgeworden hier. Das Schießpulver. Eieiei. Ich habe fast 60 Kilo Platz in meiner Kiste, ey. Das ganze Schießpulver weg ist.
Okay, wenn du auch noch Baupläne brauchst oder Jane oder so, ich habe mal alles rausgelegt bei mir. Komm mal vorbei. Mitte da beim Fluss, bei dem Kauf Morgentown. Ach da. Das Alte. Wieder da, WB Kai. Und dort sieht man ihn halt. Aha. Ultra sieht man ihn. Hat jemand gerade Code für Charlie? Ja. Mal den macht. Schön ist es hier. Lass uns bleiben. Bitte schön. Gern geschehen. Oh ja, ich muss auf die Seite, ich stehe da wahrscheinlich im Weg. Ja, ist gut. Such mal. Soll ich schon mal hin? Ich hab mal eins rausgenommen. Ja, gern. Den Alien Seziertisch. Konnte ich noch nicht. Mit dem. Ha! Ich hab mir alles geklaut, was es hier gab. Popcorn und von der Zuckerwattmaschine. Ha! Ich habe gerade gelesen, große Menge Döner. Oh Mann. Warum brauche ich keine, wenn ich schon einen anderen Bunker gemacht habe? Weil du die Codes nur einmal in der Woche eingeben musst. Wenn du die schon mal eingegeben hast die Woche, dann brauchst du mich nochmal eingeben. Ja, stimmt, habe ich vergessen. Habt ihr alle, was ihr braucht? Jane, brauchst du noch einen oder hast du was du? Wird wohl passen. Wird wohl passen, denke ich. Nein, so. Eine ganze Menge Zeit los. Ist immer schön, ne? Ja. Ich stelle jetzt hier alle einfach nur noch für 100 rein. Oder 120 dann. Kleinvieh macht auch Mist. Zwei gemobst. Jane hat sich einfach so zwei gemobst. Frech. Frech. Jane ist ganz schön frech. Ne? Jane darf das. Ich würde meine Pläne auch mal rauslegen, wollte schauen. Ja, gerne. Wenn du welche abgeben kannst. Aber da. Marine-Rüstung. Soll ich eigentlich wegschmeißen? Habe ich letztens erst wieder verkauft, Marino, weißt du? Ja. Okay. Ja, es ist immer schwierig zu sagen, was man verkaufen kann, was nicht. Also, es ist, ja, gut, logisch. Lack machen. Teilweise kauft sich Leute dann halt auch, weil sie halt eben zu viel Kronkorken haben und nicht wissen, wohin damit. Ich habe jetzt eine Bar. Das, ja. Mit
gekühlten Getränken. Mutation braucht auch noch wer oder nicht? Nicht mehr, ne. Ich habe jetzt beutelt hier auch noch irgendwas. Das reichen erstmal. Gartentrieb. Ja, wo bekommt man die Marinerüstung her? Das ist eine gute Frage. Weißt du das zufällig, Martin? Ich glaube, ich habe die Baupläne auch aus dem Event, aber. Ja, das war irgendwie was ganz Besonderes. Ich weiß nicht mehr was genau. Aber ich glaube, das ist auch eine Event-Belohnung. Marinerüstung. Also eine frei findbare Rüstung quasi. Kornmaschine. Die poppt da vor sich hin. Pop, 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 pop. Empfindlich runtergedreht. Pop. Pop. Nur ja, Popcorn könnt ihr rausnehmen, das ist gut. Was schon gemobst? Weniger essen und trinken. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Da ist richtig viel dabei. Ach du liebe Zeit. Nein, hab ich auch Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Kann ich ja fast alle rausnehmen. Ich brauche ein Hobby. Moment, nein. Die Bar ist mein Hobby. Heieiei. Entschuldigung, hat das gedauert? Ah, ist gut, alles gut. Die Problematik ist nur, warte mal. Ach, das geht sogar. Okay. Ich bin mal so frei und bediene mich, ne? Ja, ich war auch so. Coca-Cola? Da hatte ich doch schon den Coca-Cola. Was für ein Scheiß. Ist aber nur für andere, falls wer braucht. Ja. Danke, du. Ja, mit meinem Großen mache ich das ja auch noch. Da sammle ich auch noch für andere. Aber ich nehme auch nicht alle, ne? Das, Zigarettenautomat, den brauche ich. Das ist ein Vanamingo. Was ist der Vanamingo? Kommt mal hin. Okay. Dankeschön, Jane. Nimm mal wieder weg, bevor der Dude da alles wegnimmt. Na? Na? Ich hab Angst. BB Soli. Ja, beim Großen sammle ich halt auch noch für andere, ne? Manchmal denke ich, wenn die Leute riechen, dass, dass es was kostenlos gibt und dann sind sie da. Ja, dann kommen sie angeschissen und mopsen alles weg. Jetzt muss ich noch alkoholische Getränke herstellen. 10 oder 5, gehe ich mal. Geh ich mal Klingenkorn holen und mach Bier. Tun Sie dies. Oh, ich habe 2 von dem Rebellenhut genommen. Und 2 von dem. Was? Warum? Chen, ich schmeiß mal wieder 2 raus. Habe ich zu viel. Ich weiß nicht, warum ich davon 2 genommen habe. Ich habe eigentlich nur 1 genommen. Da, bitteschön. Dankeschön. Böser Ralle. Ja.
Verkaufe nicht und freue mich, wenn du sie nimmst. Ich freue mich auch darüber. Aber ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich dann alles mopse. Geht ja nicht. Kann man ja nicht machen. Ja, du bist auch so ein kleiner Staubsauger, ne? Ja, nee. So, ja, aber wenn es um Loot geht, bist du ein großer Staubsauger. Aber ja, wenn es um Loot geht, also wenn es so um normalen Loot geht, schon, ja. Aber nicht so persönlich. Also, wenn jemand wie irgendwie, keine Ahnung, wenn man so sagt, so, ja, hier, nehmt mal. Ich bin halt froh, wenn andere dann das Zeug nehmen, weil ich da rausschmeiße, ne? Aber anderen kann ich da nicht einfach so zulangen. Das geht nicht. Du hast gesagt, du hast die Hütte hier ein bisschen umgestaltet, oder? Ja. Ich hatte vorher zwei Stockwerke. Unten war ja der Shop, dann die Werkstatt, dann kam der Gang mit einem Schlafzimmer und oben war ja das große Bar. Bar ist jetzt genau neben der Werkstatt. Ja. Und hinten ist nur der Schlafbereich und oben steht ein Billardtisch. Und das persönliche Terminal. Einsam und verlassen, ja. Ich habe mir die Tage überlegt, als wir dann in den Worlds unterwegs waren, mit der Charakterkopie das Ganze noch weiter auszubauen, aber ich habe es vergessen. No. Ja. Ja, verstehe ich. Hättet ihr euch nicht einigen können, nehme ich das Zeug halt. Ja, Holzofe ist unser Staubsauger. Holzofe ist der richtige Staubsauger. Ist das... Ich schwöre. So real Staubsauger. Falls jemand noch Fusionskerne aufladen muss oder volle braucht, den Halbleer hat, nehme ich die und gebe volle dafür. Ich habe das Aufladegerät. Wenn Sie mit Ihrem Geschenk unzufrieden und ich jetzt auch Bier herrschte. Ich hab keinen Abgeben. Ach, Mais. Mais? Achso, Fusionskerne. Kann ich hier welche rausschmeißen hier vor dem Dingsikirchen da? Ich hab bestimmt noch welche, die nicht geladen sind. Ja, ja. Sonst gebe ich dir volle und dann. Wo bist du jetzt hin? Passt schon. Passt schon. Ja, unter dem. Vor dem Automat. Achso. Ladedingsautomat. Das ist dann blöd, dass nur vier Stück gleichzeitig geladen werden können. Das ist etwas mühsam. Ja. Meist gesucht, Soli. Dein Traum wird wahr. Okay. Wir haben einen Punkt im Bauplaning getauscht. Ich hatte 100k. Echt Glück. So viel steht fest. Ja, stimmt. Sind aber noch volle dabei, hast du gesehen? Ja, das sind aber 85 oder so. Dann brauchst du jetzt volle, natürlich gebe ich dir volle. Ja. Warte mal. Ich habe noch 20. Ja, ich gebe dir da jetzt noch. Hm. Genau. Mach, wie du denkst. Drück mir die Däumchen. Ja, ich drücke. Dankeschön. Gerne. Dann gehen wir mal zum meistgesucht, wa? Bei mir immer die gleichen Events. Hm. Oh, langweilig, ne? So ein bisschen. Das ist, ja. Oh, so ein bisschen langweilig. 78 volle Fusionskerne, da ich ja immer die Power Armor anhab, brauche ich davon fast nichts. Ja. Ja, wenn du dann noch den legendären Skill hast mit diesem Aufladedingsbums da bei Energiewaffen. Großmahlzeit. Na, ich habe die Punkte so blöd verteilt, so doof verteilt, da ich so brauche.
dass ich die eine Karte nicht ausrüsten kann, dass die Kerne länger halten. Also ich habe dann auf 1, aber wenn man es vergisst, den Kern zu wechseln, dann ist er leer. Das ist blöd, ja. Keine Camps mehr, sondern ich, Freunde... Das könnten sie einfach fixen. Jetzt bin ich das Event gejoint, natürlich keine Schnellreise. Ja, das haben wir nur bei Meist versucht. Ja, nicht nur, ich hatte... Ich reise inzwischen automatisch bei Meistgesucht zu Nugabold. Lauf dann die kleine Strecke da. Kryptisch kann man machen. Hast du eine Karte oder soll ich eine kaufen? Ich habe die Quest noch nicht mal freigeschaltet. Ja, das geht, ich dann eine kaufen. Also die Quest habe ich schon freigeschaltet, aber muss ich noch machen. Das ist doch der kleine Karte. Alles so Karte. Sehr gut! Wow, da habt ihr ja ganz schön was eingeladen! Oh nein, die Kavallerie ist da! Ach, Kacke, weißt du, jetzt laufe ich hier extra rum und der alles... Der Waffen sollte lieber nichts abkriegen. Wenn der alten Rally ein Rad bricht, geht das Spiel aus. Immer das Gleiche. Ihr habt ja noch den. Achso, vielleicht kryptisch machen können. Keine Karte. Kann man die Karte kaufen? Ja. An den, an den Bauernhof. Da musst du eine Bastelwerkbank. Ich glaube, dann ist es noch die Questgegenstände, Rückrufschlüsselkarte herstellen. Die kostet 2000. Da muss man Glück haben, dass das System nicht gerade gesperrt ist. Ich weiß nicht, wie lange die Sperre hält. Ich hatte heute Morgen das Problem. Ich dachte mich Troll rein und starte gleich um 8 Uhr kryptisch und da ging nicht. Aus. Jeha! Ihr habt es geschafft, Partner! Ich hab noch nicht mal wirklich drauf geschaut. Reitet mit eurem Kreisen in den Sonnenuntergang oder zu einem der Stände und genießt den Sieg bei einer eiskalten Nuka-Cola. So übel. Kommt ruhig mal wieder für eine Runde vorbei, ja? Jetzt darf Pete diese ganze Unordnung beseitigen. Ist so übel, ne? Hält einfach nichts mehr aus. Ich mag dein Gesicht. Na gut, aber wenn die ganzen mit ihren Energiewaffen-Zeugs da drauf... Oh, Hallöchen! Hast du Spaß? Du Spaß? Oh, Hallöchen, hast du Spaß? Oh, ich kann wieder 300. Alter, okay, ich bin echt so extrem... Kennst du schon meinen Freund Bruno? Was? Er soll der stärkste Bot der Welt sein. Da. Vielleicht ein Zeichen, heute mal früher Schluss zu machen. Schon wieder Asche im Schlund. Der Halt hier war eine schlechte Idee. Ich zieh's halt da auch nicht durch bis morgen, so. Bin ich vor. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Wieder nix? Ja. Ja. Ich guck mal, was ich hatte. Ich hab gar nicht geguckt, was ich hatte. Was ist denn das in tägliche Operation rein? Gar nicht geguckt. Den Flashy-Bot habe ich. Was machen wir denn jetzt? Ich finde es so amüsant, da hat man normale Teams offen, da gehen die Leute in tägliche Operation. Ja, vielleicht wollen sie ja in tägliche Operation. Ja, auf jeden Fall dem das würde ich halt in einem Team machen, das dafür eingestellt ist und nicht bei zwanglos. Von dem EP her. Ah, stimmt, ja. Zum Spieler oder direkt zu Nuka-Bot reisen. Ja. Ja, aber es ist trotzdem bescheuert, dass sie den Bug quasi drin lassen, beziehungsweise Bug nicht rausnehmen.
Das ist halt nur bei dem einen Event. Dann gehen die Leute zwanglos Teams, um dann in der Daily Ops zu gehen. Ja, das ist auch schon ein langes Problem, ja. Das ist ein langes Problem, Soli. Die Pause machen wir später. Da in der Nähe ist gleich ein Bahnhof, wo die Schlüsselkarte kriegst. Station Louisburg. Kann man ja da hinreisen. Sollte die haben. Zeig dir das mal. Okay. Sollen sie ein eigenes Team aufmachen? Ja, vielleicht wollen sie auch einfach in die Daily Ops, um Munition zu grinden oder so. Weiß man nicht, was die da hintreibt. Guten Morgen. Hallöchen. Hallo. Ihr wollt früher Feierabend machen? Ja, ich schon. Das ja. Ist COD umsonst? Ja, es ist mir mein Festplattenspeicher zu schade für. Was ist COD schon wieder? Call of Duty. Also wir haben ja auch den Festplattenspeicher so schade. Schlagen Sie jetzt zu. Ja, das ist doch diese PvP-Baller bei uns, oder? Genau. Ja, ja eben, das. So, hier, die Rückruf Schlüsselkarten-Schaltplatte. Die musst du kaufen dafür. Kai. Für 2400. Und umbauen. Und umbauen an deiner Werkdingsbumster. Wenn Willkommen, du die Questreihe gemacht hast, natürlich. Ich bin zum Handel mit. Der verlogene Lowe war das, glaube ich. Genau. Das ist quasi die Introducing-Questreihe für den Cheap Squatch. Bevor ich so PvP-Tag spiele, gehe ich lieber stundenlang in GTA Online Geld grinden, jetzt was mal machbar ist. Ohne dass man genervt wird. Ja, aber der Kai Operico heißt es dafür in dem Arsch. Ich hab den noch nie gespielt. Der ist geil. Was machst du da? 4 Vorbereitungsmissionen, dann den Heist, wo ja. du irgendwo 1,2, 1,4 Millionen ausholen kannst. Mit einem Heist. Ja, ich hab das Video gesehen damals, als der rauskam. Das so, lieber später. Mach's gut. Ich hab mich damit halbe zu Tode gespielt. Ja, das ist doch tricky. Wenn man weiß, wie es geht, ist der voll easy, aber das war halt, haben halt alle gedacht, so, jetzt haben sie mein Camp wieder halb zerstört, was ist neben mir hier? Ah, hier hinten. Scheiß Laser. Marlin, du bist jetzt Teamleiter und die Daily Ops Kerl aus dem Team raus. Also ich habe ihn voll rausgeworfen, weil ich das hasse. Verständlich. Wieso bin ich jetzt Teamleiter? Da wird dann gewunken und so weiter. Ja, ich mag das auch nicht, Soli. Aber willst du machen. Ist halt so. Mit dem letzten DLC haben sie 3 Stunden Cooldown eingebaut. Okay. Da muss man erstmal das Ding fertig machen und dann, also wie soll ich sagen, 3 Stunden Cooldown und dann musst du nochmal den Heist kaufen, damit du den auf schwer bekommst. Weil schwer gibt ja mehr Geld. Was wollen wir? Waffen reparieren. Also besonders. Ach so, du bist raus, so das ist ein Team, deswegen jetzt hab ich's. Ich mach auch mal Pause, muss erstmal die Küche looten gehen. Alles klar, Jane. Dann viel Erfolg. Nein, wo wir uns. Wir haben zu zweit mal versucht, diesen Casino-Raub zu machen, da kannst du vergessen. Auf an welchen? Wo du da erst mit diesen Müllabfallfahrzeugen, also die. Nein, das einfachste ist mit den Geldtransportern, Gruppe 6. Ach so, ja. Das ist mega einfach. Oder Schleichen, aber Schleichen muss dann wenig Übung haben. Da haben wir uns gemerkt, wir kommen bis ins Treppenhaus bei deinen Missionen. Und egal, was sie gemacht haben, früher oder später sind wir dem Sicherheitsteam in die Arme gelaufen. Ja, das Gröbste ist der Young Ancestor. Der ist mega schwierig, dort ohne Alarm rauszukommen. Herr Keller, mal so unter Anleitungen, wenig GTA. Das wäre doch was. Soll ich da? Mitzocken. Das ist auch schon wieder ein neues Projekt. Ich muss erstmal die Projekte
machen. Nein, die Farbe. Das hattest du ja schon mal als Projekt. Also es ist ein angefangenes Projekt. Nee, das hatte ich nicht als Projekt. Das habe ich privat gespielt. Ah, ja, da wurde praktisch ich auf, aufs ja, Übelste vergrault und seitdem habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, auf. Ja, wenn du natürlich draußen AFK gehst, in einem Spiel mit Amateur-PvP-Spielern. Ich bin nicht AFK gegangen, ich habe versucht, über eine Straße zu gehen, beziehungsweise von einem Häuserblock zum anderen zu gehen, wurde dabei die ganze Zeit weggebombt. Na gut, wie gesagt, das geht ja jetzt. In Freundesitzungen hat man seine Ruhe. Ja, jetzt, ja. Aber das ist für mich auch kein Grund, nochmal anzufangen. Weil wie ja, gesagt, neu anfangen, ich habe vor ein paar Jahren aufgehört und jetzt nur deswegen da wieder anzufangen, ist eigentlich Schwachsinn, weil ich halt noch viele andere Projekte habe inzwischen. Ich spiele es aber noch zwischendurch. Ja. Stellen wir um. Alle ausschauen, GTA anschalten. Warum? Nein. Was müssen wir jetzt mal runterladen? Es braucht doch erstmal 2 Jahre, bis ich es runtergeladen habe. Ja, was du hast ja. Hier? Der Neustart, nein, ich möchte kein Update. Auch nicht in 3 Minuten. Was wollen die von mir? Jetzt bedrängen die mich noch in-game. Echt. Kannst du. Ja, gut. Die Meldung kannst du ausschalten. Okay. Und die Benachrichtigungen irgendwo. Ich habe mal letztens mal was umgestellt. Vielleicht liegt es daran. Versuchen wir heute wieder mal einen Teil der Sternewaffen und so. Kai, hat's geklappt mit der Karte, um sie umzubauen für das Ding? Ja, sehr schön. Perfekt. Gut, ich würde dann mal wieder ein 10-Minuten-Päuschen anstreben. Wagen Sie sich nicht ohne die nötigen. Früher, da wurde noch immer Kork gearbeitet. In der Spielebranche, da wurde immer Kork gearbeitet. Aber ja, Streamer, 10 Minuten Pause. Sag mal, bist du wieder auf Krawall gebürstet heute oder was da los? Holzofen, du spielst auch mit Feuer, ja. Ich sag's dir nur, ne? Früher war alles besser, weißt du? Auch bei den Streamern. Früher. Da hat man früher. Nicht ständig 10 Minuten Pause gemacht. Digga. Du kannst ja mal selber anfangen zu streamen, dann siehst du mal, wie jetzt das ist. Genau, das ist ein guter Vorschlag. Ich habe 4 Waffen verkauft und die Sternchen. Bah. Also, ich mache 10 Minuten Pause, bis gleich. Bis gleich. Jetzt habe ich 4 Waffen verkauft und nur noch 30. Ja, streamen, ich überlege es mir regelmäßig, aber ich habe einfach die Zeit nicht. Und ich meine. Wer findet es lustig, einem zuzuschauen, der ständig das Risiko hat, wegen Bereitschaft wegzumüssen? Ja, okay, das ist das andere. Da kann ich mir die Zeit auch sparen, mich darauf einzurichten. Jetzt habe ich so viele Waffen aus der Kiste geholt. Na, kurz mal AFK. Okay, bis gleich. Ja, ich mache jetzt hier mal kurz einen Break bei dem Video und dann sehen wir uns gleich wieder bei Kryptisch, hoffe ich, also Robert stürzt wieder ab. Bis gleich. So, wenn das geklappt hat, bin ich jetzt wieder da.
So, dann bis gleich zum Event. Was denn? Die auch WB. Was hast du gerade überdeutlich gesprochen, sag ich's mal. Ich wollte es nur noch am Mikrofon. Ella ist schreckhaft. Ja, weil Holzofer hat erst gesagt, du bist auch weg. Und dann eine Minute später sagst du dann WB. Habe ich nicht mit gerechnet. Ja, oder? Sorry. Ja, sorry. Und Mindgear, hallöchen, guten Abend. Perak WB, was blinkt denn da? Wo blinkt was? Was meinst du? Wie geht's dir, Mindgear? Alles fresh? Alles cool? Aber dann dich hinsetzen hier. Bonanzi, gehört der auch zu uns? Ich hab Tetos so satt. Ich weiß, die sind pflegeleicht, aber ich hätte gern mal eine Abwechslung. Bonanzi, genau. Bin mal wieder alleine im Team. Yay. Dann kannst du zu uns rüberkommen. Weiß ich den Bonzi raus? Ja, das war ich. Zack. Ist Soli denn ganz weg? Ja, die macht Pause. Ach so, hab ich. Küche looten. Ne, das war Jane. Das war Jane, okay. Jane geht die Küche looten und Soli macht Pause. Wie kann man das nur durcheinander bringen? Also bitte, Leute. Ach Quatsch, alles gut. Ach Quatsch, alles gut. Bin wieder da. WB Kai. WB. Geht soweit gut. Meine Finger sind kalt. Vor circa einer Stunde Level 50 geknackt. Fallout 76. Oh geil. GZ. Z. Jetzt mich mal buffen und dann können wir gerne. Da gib Martin mal den Ding. Oder wer hat den? Domia. Ah, wie heißt's? Ja, ich. Chips kosten. Ja, erstmal kryptisch haben wir gemeint, oder? Ah, du willst noch kryptisch droppen, okay. Ja, das ist die Frage, wir müssen halt jetzt uns einig werden, ne? Weil nach Pit wollten wir auch noch gehen. Ja, mir ist es egal, also. Dann gleich wie Jakob gestern, komm mir dann Ausputzerplan abholen am Schluss. Easy. Der war nice. Der war echt nice, ja. Ah, hast du mein Werkzeug gesehen? Ja, also von mir vergiss es, gerne, ich hab's. Gerne erst Pit machen. Weil haben wir's hinter uns. Ja, können wir auch. Ich meine, wir können dann halt auch so ein bisschen variieren, ne? Weil ich meine, können wir erst mal ein Pit machen, dann können wir kryptisch machen, dann können wir ein Pit machen. Das ist sogar wöchentliche. Der Gewerkschaftsdings ist sogar öffentliche. Wöchentliche. Okay. Die habe ich, glaube ich, schon, oder? Muss man mal schauen. Ich hab's wahrscheinlich auch schon. Was war das? Challenge. Also, soweit ihr natürlich einverstanden seid. Wie sie tägliche Operationen ab, ist wöchentlich. Edition ab. Ja, ich bin einverstanden, wie gesagt, ich hab sie zwar schon, aber. Okay. Dann machen wir das auch so. Wir sind jetzt tägliche Operationen. Egal. So, nehmen wir erstmal die Daily Ops Spaß rein. Guten Gut euch. Viel Spaß, Chat. Ich bin mal raus. Schönen Abend. Alles klar, Frage. Dann noch das Team um. Warum bist du jetzt auf die Operation gegangen, Martin? Weil da zwei drin sind. Nein, das ist ein Anzeigefehler. Nicht drin. Ach so. Ja, sonst für die Daily Ops bin ich auch gleich dabei. Ich eigentlich nicht. Doch, da wären zwei drin, dann gehe ich da wieder raus. Ja, das ist ein Bug, so wie alles hier in diesem Spiel. Anzeigefehler-Bug. Dann Fraggle, wünsche ich dir einen guten, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Schönen Abend noch dir. Wie ist es bei euch? Ja. Ich knacke jetzt fast Level 260. Bin auf dem Weg dahin. Geht schon. Läuft, könnte man sagen.
Gut, dann machen wir Pit jetzt. Ja, dann leg los. Hau rein. Ja, ich bin ja schon dabei. Oh, das noch rum. Los, schneller. Kommt, kommt. Kommt. Das war die Sache mit dem Feuer, ne? Sache mit dem Feuer? Ja, ihr seid heute sehr nah am Feuer gebaut. So. Alle beide. Hast du es nicht hier am Brunnen gebaut? Nein, am Feuer. Am Brunnen gebaut ist ja, oder am Wasser gebaut ist ja, wenn jemand heult. Vielleicht. Ja. Ja, Holzhof, jetzt komm mal her hier. Komm mal ran auf den Meter. Das Team um, verdammt nochmal. Lass es mal meine Sorge sein. Deine Rolle ist jetzt erstmal nach Dingen reinzukommen. Himmelarschenwolken zu hören. Müssen wir hier noch den letzten Buff abholen? Ach, mich hier voll meckern und selber nicht aus dem Arsch kommen, oder was? Ja gut, du kannst trotzdem landen. Das war Ablenktaktik. Setze auf! Jo, hier ist Hex. Gut, dass du zurückkommst. Wir könnten deine Feuerkraft nochmal gebrauchen. Treffen wir uns. Oh Mann, ey. Endlich sind wir gelandet. Jetzt mach aber mal einen Punkt hier, ja? Freund Nase. Du kannst es alles alleine machen, Holzhof, wir warten mal da. Ja genau, mach du mal alleine, wir warten hier. Ja, ich geh mal. Nee, geht ja gar nicht. Rolle muss ja mit, sieben Leute. Sag das doch nicht auch noch, Mann. Ach, Martin, ey. Ah, ich wollte ihn jetzt voll reinlaufen lassen. Na, weit wäre nicht gekommen. Hier drüben. Ja. Ist ja gar nicht. Hey, hier, du bist zurück, um uns zu helfen. Jetzt sind also verwundert. Verwundert. Da du uns Ah, hier oben hat's ein Kochdings. Fanatiker haben ihn. Spür sie. Okay, ich sollte los. Mach. Okay, ich sollte los. Na dann, auf los geht's los. Jetzt steht's auf. Eieiei, die hat's aber ganz übel mitgenommen. So. Eieiei. Soll ich dir mal einen Stimberg reinhauen ins Bein? Also ich kann dir helfen. Wie kannst du es wagen? Komm mal her, hast du meinen Zweifel hoch. Das wird dir noch leid tun. Meinst du hast mich erwischt? Von wegen? Ach, das ist ja sogar gleich. Ja, lol. Hier wird einfach nur gekämpft und gestorben. Hier wird gekämpft und gestorben. Wo müssen wir eigentlich hin? Was sind sie genau? In die Richtung. Beiden Menschenfanatiker. Da ist was. Ich hab schon mal einen Stahlbahn gefunden. Ich kann es spüren, ist was. Ist okay, ne? Ich kann es spüren. Au. Au. Ich bin wahrscheinlich da drin. Noch ein Opfer für die Sache! Jetzt ist es vorbei. Schmerz ist nichts! Meinst du hast mich erwischt? Zurück. Wir haben in der Peter sagen, die Kontrolle! Faulen Leute immer hier. Aber es sind viele Menschen wieder hier. Können wir den auch alleine machen? Der Mädchen macht dich alleine. Die Jäger sind weg vom Fenster. Auf Nimmerwiedersehen. Geh zu unserer Basis in The Pen, dann besprechen wir alles Weitere. Der Menschenjäger. Ah, den muss man drüber hinweg. Eigentlich nicht, aber klar, kann man. Keiner weiß, dass man die Tür auch aufmachen kann. Tür aufmachen? Das ist viel zu langweilig. Alles gut, gehört zu mir. Tür aufmachen? Hä? Das macht doch heutzutage keiner mehr. Ich warte mal da draußen. Hey. Schon mal was von Intimsphäre gehört? Hier, ne? Die ist immer leer. Immer. Hier in der Pit, in Teamsphere, was geht denn jetzt? Was? Was für eine Teamsphere?
Ich will ihre Intimsphäre gewahrt haben. Ja, kann ich verstehen. Hat man sowas denn schon gehört? Ja. Also bei dir glaube ich das gerne. Das Fest hier. Komm mal, helfen und da wollen sie ihre Intimsphäre gewahrt haben. Echt. Das ist doch normal, oder? Ich meine, erstmal ranrufen und dann meckern. Kennen wir doch schon irgendwo her, oder? Sie dürfen nicht gewinnen. Wir müssen kämpfen. So, Hex. Hast du aber schnell hierher geschafft. Dann quatschen wir mal ein bisschen hier. Ach, wie schön. Schön, dass du es geschafft hast. Gießerei. Dachte schon, du fragst nie. Let's go. Muss man mit dem Wicker reden? Oh, uff. Ist richtig ausgesprochen. Der Ficker. Ey! Jetzt hab ich's mal extra richtig ausgesprochen, ne? Und dann kommt der Keule daher und sagt extra falsch. Moin Nase. Ich esse ja nochmal anders. Ich will das Ganze. Ich zweite aus. Alles dunkel. Eine Unverfrechlichkeit hier wieder, ne? Wieder mal auf. Wir haben schon genug von deiner Sorte. Und so macht es viel mehr Spaß. Wie kannst du es wagen? Ja, der Kollege ist auf Krawall gewesen. Dieser Schrecken. Hi, du. Bleib stehen! Tut auch nicht endlich! Zurück nach The Pit! Seid ihr soweit, Team? Schon. Von einigen Informanten vor Ort wissen wir, dass die Fanatiker was Großes vorhaben. Wenn wir ihre Pläne stehlen können, wäre das eine große Hilfe bei zukünftigen Kämpfen. Such nach Tresoren. Knack sie, schnapp dir die Pläne und bring sie mir. Jetzt da auch nicht. Von weg! Klaut er mir das hier noch? Ich hab gar nicht geklaut. Selber doof. Ich hab nicht einfach irgendwelche Sachen. Meinst du das wohl? Es drohen Verletzungen, wir werden die Chemiewaffe betrachten bereit. Nicht nachlassen. Dieser Hinweis ist gesetzlich vorgeschrieben. Verdammte Drecksmaus, was ist denn jetzt? Hat er Probleme? Ich weiß nicht, ob es am Fang ist zwischen der. Zwischen der Maus. Noch mehr Ziel, du Aber ich hatte in letzter Zeit tatsächlich auch Probleme. Ich habe wenig Mühe mit der Mausverbindung zum. Ja, ich glaube, die haben irgendwas an wen das Zählen verpusht hat. Meine hängt am Kabel. Ich habe teilweise das Problem, dass ich was anklicken kann und es reagiert nicht. Ich habe Windows 11. Ja. Ich habe Windows 10. Ja, das Klickproblem habe ich tatsächlich auch. Ja. Und Ihre Mitarbeit wird gebeten. Mir hat das ungefähr, würde ich sagen, vor 2 Wochen hat er angefangen. Und auch das Programm plötzlich abstürzen, obwohl gar nichts vorliegt. Ja. Nein, OBS ist mir heute 2-mal abgeschmiert. Mist! Was soll ich meine Lunge brauchen? Schreck zurück. Das tut weh? Ja.
mir noch erzählen hier, Mann? Im Zielbereich. Oder? Da steht normalerweise immer hier. Oder ist keiner? Ich hau ihn. Schon wieder. So, das war ein Freude. Schön Freude. Ja, ne? Laufen. Ah, jetzt komme ich hier nicht runter. Scheiße. Dann läuft sich hier halt auch wieder ständig, ne? Das ist unfassbar. Töten! Töten! Töten. Hallo Sterni. Immer schön toten Gag. Das ist also BB, ne? BB. Halt in Ruhe, du Kackviecher. Der war ja da in der Ecke, ich erinnere mich. Das erinnere mich. Schön, bitteschön. Und wie war's? Und wie war's? Ich habe noch keinen Stahlwagen gesehen, ne? Ja, ich habe schon zwei. Und ich habe Sachen reingerischt. Ist irgendwas. So gut. Nach der Zeit. Ah. Ja, ich muss auch immer unten das sauber ausscheiden, sonst. Endlich ist es vorbei. Entschuldigung. Was zum? Ja, tut mir leid. Ich muss halt auch mal irgendwo hin langlaufen, ne? Rechtschaffenden Bürgern wird kein Leid geschehen. Was? Hat dir dein kurzes Leben gefallen? Scheiße, das habe ich alles eingesammelt. Ach, ja. Wahrscheinlich da oben. Der Fluchtversuch macht alles nur noch schlimm. Ein neuer Kopf für meine Trophäen! Wie komme ich jetzt da hoch? Geremst. Verbeuge dich! Wechsle! Verbeuge dich! Der deine Eroberer. Der deine Sau-Domaus anscheinend. Ja, ich glaub auch. Ich glaub das auch doch. Die Fanatiker haben keine Ahnung, was man mit der Gießerei anstellen kann. Statt Stahl stellen sie chemische Waffen in irgendeinem behelfsmäßigen Labor her. Wir müssen das einschmelzen, was sie haben, und dafür sorgen, dass sie nichts mehr produzieren können.
Selbst wenn sie die Gießerei behalten, wäre es ein schwerer Schlag, wenn die Produktion gestoppt würde. Finde eine Möglichkeit, die Ausrüstung zu zerstören. Per Funk erhältst du weitere Anweisungen. Gib dich zum Chemielabor. Na, ja, dieses komische da mit dem Zeugs da reinhauen, ne? Ja. Bin da schon ein bisschen nervig in den Läden. Man merkt, dass Weihnachten auf uns zukommt. Aber dann habe ich eben im Burgerladen. Wir müssen dieses Chemielabor zerstören. Test. Ich habe da schon ein paar Ideen. Es müssten jede Menge chemische Schadstoffe rumliegen, die man ins Waffenlager gießen kann. In der Fabrik dürfte sich Dichtungsmittel befinden, mit dem du die Verteilungsstation verkleben kannst. Und die Arbeiter dürften instabile Mischungen haben, die du in den Testbehälter geben kannst, um ihre Forschung zu ruinieren. Recht und Ordnung werden in Kürze wiederhergestellt. Die sind ja ziemlich robust, diese Viecher, dass man da Munition reinhält, bis die mal tot sind. Endlich. Dichtungsmittel brauchen wir noch, Chad. Eins habe ich bei mir noch. Ich muss nur schauen, wo ich hinwerfen muss. Ne, alles gut. Brauchst du nicht hinwerfen. Wobei. Da ist noch eine Werkbank. Okay. Falls also jemand noch etwas zerlegen muss. Haben wir jetzt auch genau. Dichtungsmittel in die Wege. Die Gießerei-Fanatiker legen sich so schnell nicht mehr mit uns an. Das war heldenhaft. Du hast uns Zeit verschafft, um uns neu aufzustellen und zu überleben. Geh zur Nachbesprechung zurück zu The Pen, aber bleib auf der Hut. Bleib immer auf der Hut. Bleib immer auf der Hut. Dö. Da müsst ihr immer auf der Hut bleiben, will. Weißt du, das ist ja... Hey, sehr, komm schnell zurück. Richtig. Wir haben noch einen Trock gesichtet. Wir brauchen jede Waffe. Muss mal kurz Zeug verschrauben. Sagten die Luca, ja. Okay. Digga, ich muss da hinten hin. Einfach raus, ja. Zieh mal raus. Magst du Bild? Kannst du ja in den Food and Drink im Discord hauen. Diese Woche was von wegen Trock fotografieren oder sowas? Nee. Schlingeln! Gut, dass du bist, ne?
Also ich habe das nicht synchronisiert, ne? Auch wenn es ziemlich ähnlich klingt, aber ich war das nicht. Wieso kommt da nichts? Die Leute rennen immer nicht genau zum Schleichen, wie ich auch hinrenne, ne? Wenn der Teamleiter da ist, dann kommen die Viecher. So. Mach ihn fertig! Und ein Dude steht schon vorne. Scheiß, war nie die Rede. Oh, hier oben geht's Tentos. Ich dachte, wir hätten ja gar nicht gewonnen. Gewusst. Mal sehen. Dann gebe ich mal Wicker seinem Zeug wieder. Der Tosi da unten muss auch mit. X muss er auch noch kommen. Wir müssen in die Offensive gehen. Wicker hat ja noch eine Werkbank, glaube ich, hier oben. Noch eine. Hits Superhammer. Hey! Hi. Wie kann ich. Danke. Was sind deine Barren, du? Danke. Vorräte kriegst du auch, du. Schieb Pizza in die Runde. Ach, geil. Ist das heute so? Jemand will. Pizza, Jane? Ich hab gerade. Die Frage ist jetzt ganz wichtig, Jane. Welche Pizza genau? Wir müssen durchhalten. Gegen die Fanatiker. Das ist ganz wichtig. Diesen Ort. Einfach ja, was? Welche Pizza genau? Hawaii, natürlich. Danke für die Hilfe. Du hast den Appalachia. Ich bin so. Ah. Okay, schön gemacht. Also heute. Warte mal kurz. Ich in Appalachia läuft es anscheinend gut. Schieb mal den Cursor schon auf deinen Namen. Soll ich schon rechtsklicken zum Kicken oder noch nicht? Mit. Ja, mach mal. Ach, Quatsch. Natürlich nicht. Obwohl es jetzt theoretisch eigentlich hätte machen müssen. Wenn ich schon rausfordere. Salami-Pizza? Sehr gut, Jane, sehr gut. Oh, ich will auch Salami-Pizza. Wobei, die 4 Käse ist noch besser, finde ich. 4 Käse, es gibt keine bessere Pizza als die 4 Käse, die ist so... Geht so. Calzone ist nice. Calzone. Bereit zum Aufstieg? Klapp-Pizza, ja. Sitzt mit Rumpf. Spring rein! Bestes mit Speck, Zwiebeln, Knoblauch und wenn man morgen Spinat. Hat. Wenn man es mag. Also, ich hab's jetzt auch lieber ohne, aber es ist mit Geld auch. Da. Da. Wieso habe ich jetzt? 10 Legendärscheine und 2 Module. Ja, nice. Dankeschön, Team. Deshalb. 5 Käse, das ist richtig gut. Genau das. 5 Käse. Entschuldigung. Wie sieht's aus mit noch einem? Was noch einem? Wenn noch jemand eine volle Batterie hat. Noch eine. Nochmal zu Pit? Nee, nee. Wir können jetzt erstmal Dingens machen. Dings, yeah. Kryptisch aus Genau. Erstmal kryptisch und danach noch ein Pit. Also ich mach noch kryptisch, mach ich dann Schluss und geh erstmal essen. Tun Sie das? Geht ja essen, ey. Ja. Dem das erlaubt. Rain. 5 Käse, Alter. Das ist die beste überhaupt. Beste Pizza, wo gibt auf der Welt. 5 Käse. Ist richtig nice. Mit extra Käse natürlich. Buh, nee, keine Hawaii. Ah, Mindgear, ich glaube, du hast deine Hawaii-Pizza für dich ganz alleine. Ist auch nicht schlecht.
passt mir. Okay, gut. Dann können wir das nochmal starten. Das zeige ich dir gleich. Das ist... Ah, jetzt bin ich zu mir gereist, ich Idiot. Pylonhinterhalt. Ich geh mal dahin. Das ist hier. Pylonhinterhalt. Da ist so ein Rechner, so ein PC. Da muss man die, glaube ich, reinschieben oder irgend sowas. Ja, du musst das Terminal. Ich glaube, das ist die unterste Option. Rückruf. Irgendwas starten heißt das. Also ich habe es noch nie gemacht, deswegen weiß ich es nicht. Das hier falsche... Mach kann man nicht. Auf. Er schießt einfach um sich so. Warum sich rumsprayen, in der Hoffnung, dass alles down geht. Kann man machen. Sobald gerade Alarm ertönt, habe ich 5 Minuten und man muss es nicht direkt starten, weil... Ich würde immer noch warten, bis mehr Leute da sind, dann. Man muss zweimal ran. Erstmal die Karte und dann aktivieren nochmal. Genau. Aber je nachdem, es kann sein, dass eine Meldung erscheint, dass das System gesperrt ist oder rekalibriert. Und wie lange, ist am Cooldown. Ja, wie lange das dauert, weiß ich halt nicht. Auch nicht. Nom 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 nom. Umso besser. Glaube ich. Dann warten wir noch. Ja. Also erstmal die Karte reinschieben. Ja, erstmal die Karte rein. Ja, genau. Bis der Countdown kommt. Das ist das unterste, glaube ich. Halt. Ich muss es kurz selber lesen. Ich weiß es jetzt nicht. Weil du musst ja erstmal den Countdown bzw. die ja, Rückruf. Es ist abtrünnigen Aggressor-Trons, glaube ich, heißt so starten. Du musst das Event ja erstmal starten, damit die Leute überhaupt Bescheid wissen und herkommen können. Weißt du? Genau. Ja, genau. Schön. Und jetzt kannst du auch mal warten, wenn du fast 6 Minuten Zeit. Aufgepasst, Agenten. Wenn ihr das hört, habe ich unerledigte Arbeit für euch hinterlassen. Und das gefällt mir nicht. Du hast den Rückruf eines abtrünnigen Aggressotrons eingeleitet. Eine harte Nuss. Sein Schild ist so stark, dass ihm kaum was einen Kratzer zufügen wird. Aber vielen, vielen Dank für dein Wissen ab. Im 25. Monat. Sambuka, hallo. Aktivierst du einen? Wirst du zu einer Leitung? Dankeschön. Kurz gesagt, du bist danke, dann danke. Voller Energie. Energie, wie geht's dir? Die direkt in den Schild des Roboters gepumpt wird. Wie geht's? Brauchst alle drei, um ihn zu erledigen. Ist er gleich mal tot? Das ist auf dem Weg. Ja, ja, das war mir. Junge. Alter, ich hab's hier im unteren Bildrand gesehen, hey. Dass die Welt noch nicht mal begonnen, da ist einfach schon mal tot. Entschuldigung, dass ich jetzt gelacht habe, aber das ist einfach nur witzig. Ellen ist gerade krank, Chaos in der Arbeit, aber ansonsten ganz gut. Oh, dann gute Besserung von mir. Ja, von mir. Wie weit seid ihr denn mit dem Event? Ja. Warten, dass es beginnt, 5 Minuten noch. Außer irgendjemand hat wieder keine Geduld und rennt da wieder rein. Und jetzt triggert Tunnel der Liebe. Ah, passend. Jetzt haben wir schon wieder übersehen. Das, die Zeit. Mhm. Also egal. Auf diese Nuker World Events ist es nicht so wichtig. Ja, meistgesucht wäre wichtiger, ne? Also, Tunnel der Liebe ist jetzt nicht so wichtig, aber meistgesucht wäre wichtiger. Hm. Ja, freut mich, dass es dir gut geht, Samuka. Sonst. Das freut mich. Wir suchten gerade mal wieder Fallout. Wer hätte das gedacht? Ja, wir haben ja nur 2 Monate Zeit, statt 3 dieses Mal. Bei dem Hause, ja. So. Ja, am 28. habe ich gemeint, im Februar kommt schon das nächste, oder?
Ja gut, da bin ich aber. Ich hab schon weit für schon, ne? Ja, ich glaube, es sind genug Leute. Sind denn jetzt 1, 2. Ein Holzofen, bist du bereit? Also. Ja, ich reise hin. Na komm, nächste Woche für 4 Wochen zu Besuch. Oha. Für 4 Wochen gleich. Okay. Kai, ich glaube, du kannst dem. Ah, hast du, okay. Ich gehe mal nach. Das ist der lange Flug, nicht? Ja, kann ich mir vorstellen, ne? Ach, das war ja so sauteuer, ne? Ich erinnere mich. Ich habe dieses Jahr auf die Ferien von meiner Patentochter das gegeben, du musst 1400 Löhnen für den Flug. Was dann kam auch noch härter. Da war sie zu Besuch, war, die musste entweder arbeiten oder sonst was. Sie hatte erstmal hat die Kinder erstmal eine Woche einen Computerprogrammierkurs geschickt in den Ferien. Ja, die hatten richtig Spaß. Ich hatte richtig Spaß. Hat sie auf mich abgesehen, dieser Käsefuß. Ich bin schon die ganze Zeit immer so ein bisschen an den Flügel. Ich kann mich nicht gleich rausbeißen. Ich erinnere mich, das war das Problem. Was ist denn? Wo er jetzt hin ist, weiß ich gerade nicht. So, ich soll da hinten gleich mal. Wo ist er denn? Okay. Gleich nach zu nice gesucht darunter. Ja, Tunnel der Liebe, ja. Also. Aber dann gleich werde ich essen. Ja, er hat ja ein Update bekommen. Jetzt kriegst du. Hast du es mitbekommen? Jetzt kriegt man. Was war das? Smash? Ein LSD-Labor. Für einen. Wie heißt der Bus? Und was redest du jetzt halt? GTA. So, ja, wenn wir bei. Wieder dieses GTA. Ich wollte so vorne so zusammenhanglos. So, ja. Da kannst du den Half-Track kriegst du umsonst, zahlst 750 dafür. Was der Half-Track? Weiß nicht. Da ein Bus, der hält jetzt 48 Raketen aus. Ja, toll. Ja. Prima. Safety-Fahrzeug. Ich hatte da auch schon dieses Spezialfahrzeug mit der Kommandozentrale. Nicht die große, das andere Teil da, das da fällt jetzt der Name nicht ein, weil du auch Missionen starten kannst, Banküberfall und so. Robert? Ja, genau das. Der Tunnel muss gleich dazu sagen, dass die beiden so ein bisschen GTA Freaks sind. Gäbe, der sich mit mir ja, Freaks würde ich nicht sagen. Ja. In meinen Augen ist schon früh gehabt. Wobei ich über 1600 Stunden in der Woche oder so gespielt habe, ist das schon natürlich noch ein bisschen mehr viel. Wo ist ich noch damit beschäftigt. Gut, wir haben halt viel Autorennen gemacht damals und diese ja. Remissionen oder Stuntrennen und so Zeug. Kein Helm mehr. Ein Rennen nach dem anderen gefahren, um zu spielen. Ja, wow. Ich habe einmal drauf geschossen. 6 Schaden. Geil.
Geil. Ich hab keinen. Und hab doch Loot. Glück gehabt. Nö, nee, wenn ich heute noch drin bin, dann hole ich mir den Casino-Tagesbonus, die kostenlosen Chips ab und gehe vielleicht Blackjack spielen oder so Zeug. Hört sich nach wahrer Erfüllung an. Mir gefällt halt die Map, finde ich schön gemacht, obwohl es mittlerweile schon ja extrem die Jahre gekommen ist. Wenn ich GTA 5 spielen will, dann spiele ich nicht. Dann kann man nicht auf dem Online. Hab ich das seine. Brennende Leber. Eine der neuen Eventwaffen, die ja mal zugeschissen wurde. Die man nie mehr wegbringt. Vor allem kriegt wahrscheinlich jeder dieselbe Waffe, ich hab die jetzt auch wieder. Ja, weil es die Waffe ist, die man vom Event kriegt. Ich glaube, für ein Event kriegt man zwei Waffen, also zwei unterschiedliche Waffen. Das Western hat ja die Pistole und das Gewehr. Brenne Liebe hat hier dieses, hier. Das den Bogen und noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, wie das was das andere war. Sag's gegen Kork, wie schon. Und den Klatscher-Dingsbums da kriegst du ja vom Rad. Den Klatscher. Ich meine, das Update haben sie schon schön gemacht, ne? Das kann man nicht bestreiten. Ja, ja, das ist so. Aber. Na, ich weiß nicht. Ich finde, der Content ist ein wenig mangelhaft. Es ist halt schnell, man hat es halt schnell durchgespielt, wenn man es so will. Leider. Leider, leider. Wenn es überall nach Scheiße riecht, solltest du mal deine Schuhe checken. Ja, ne, allein für den Nuke Arcade, dass man da nur so wenig Baupläne zum Kaufen hat. Hallo? Bist du sonst nur Scheiße, also Munition und so Dreck. Ich habe jetzt 100.000 Punkte wieder. Ja, aber das ist anscheinend im Moment in Mode. Das GTA-Update war nicht anders. Rein die Zeit oder was meinst du? Nein, der leider der Horse Track, der gepanzerte mit dem LSD Labor hinten drin. Oh, ja. Habe ich 6 Missionen, das war alles. Ja, ja, 6 Missionen, ein paar Wiederholungsmissionen, die man dann macht. Oh, Hallöchen! Hast du Spaß? Um die Karre zu erweitern und dann war's das. Na ja, klar, das. Habe ich bei jedem Multiplayer-Spiel mittlerweile so. Das letzte Ding war gar nicht schlecht. Das letzte Update für New World. Das kenne ich jetzt nicht. Du spielst halt auch immer nur Spiele, die ich auch nicht kenne. Wie gesagt, New World. Du kannst es gerne kennenlernen. Es ist umsonst im Moment. Ja, aber New World ist doch das. Wie oft soll ich das noch sagen? Nur weil es umsonst ist, heißt ja nicht, dass man spielen muss. Ja, aber mal reinschauen. Ah doch, New World ist doch das komische. Mal reinschauen ist relativ das ist, gesehen. Das ist eine MMO wie Elder Scrolls Online. Naja eben, und ich spiele jetzt schon Elder Scrolls Online. Das heißt, dann würde ich dann noch was anfangen. Das ist doch totaler Bullshit. Ob es jetzt kostenlos ist oder nicht, ist doch mal angestellt. 20 Euro, stell dir mal, was bekommst du sonst für 20 Euro? Im Moment jeden Tag ein neues Spiel bei Epic Games. Ja. Yeah. Ich meine den Content, den man. Ja.
Ja, was heißt denn Content? Du weißt genau, was ich meine. Ja, alles anzufangen. Ich hab ja auch kaum Zeit für New World. Das ist eigentlich schon. Ja, eben. Also gerade für so ein Spiel, so ein Open World MMO-Blakeks, brauchst du halt auch die Zeit für. Und jetzt einfach überstürzt, irgendwas wieder anzufangen, ist halt auch gekloppt. Das ist ja nicht, dass er nicht nice ist. Das ist nicht das, wo man da auf diesem Planeten landet und dann irgendwie wieder wegkommen muss, oder was? Das ist hier ist es eine Insel, du hast dort die Verderbnis. Einerseits beflügelt sie dich, aber sie verdirbt dich auch. Also du kannst damit schnell reisen und so. Es gibt ja noch so eins, da lang. Ich weiß nicht, wie das also das Icarus. Nee. Das ist Icarus, ja. Kann auch sein, so. Oder landet man irgendwie auch auf einem Planeten, da musst du überleben und da musst du irgendwie schauen, dass du in einer gewissen Zeit, glaube ich, da wegkommst. Dann. Mhm. Klingt nach Icarus, ja. Wollte ich mir auch noch angucken. Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es Icarus war, weil es gibt so viele neue Spiele momentan da. Nee, aber bei Icarus ist es so, dass du auf den Planeten kommst und dann musst du da überleben und dann irgendwas machen, irgendwelche Aufgaben erfüllen, dann kannst du wieder hoch. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Keine Gangs mehr. Von dem, was ich gesehen habe. Ich habe jetzt eine Bar mit gekühlten Getränken. Besser wird's nicht. Oh, lass mir heute alle ins Wort brechen, ne? Was ist los mit euch, Leute? Ich mache jetzt mal Feierabend für heute. Alles klar. Okay. Dann dir einen guten, hauen sie rein. Und guckst du mal schau. Ja, also ich bin da noch im Chat später. Genau. Okay. Okay. Bis später. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hab ich fast vergessen. Stehe. Hätte er fast vergessen, sagt er. So, jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Chaos in 176. Diese Einheit akzeptiert die Anfrage. Auf dem Schoß des Weihnachtsmanns sitzen.